Hi zusammen. Hallo erstmal an alle. Ich habe jetzt gerade noch selber ein Video geguckt und bin da so drin versunken irgendwie, dass ich ganz vergessen habe, dass ich streamen muss. Und dann war es irgendwie so, ich schaue so auf die Uhr, weil ich mir denke, oh, ich muss schon langsam mal meinen Stream vorbereiten. Und dann war es Punkt 19 Uhr. Und ich dachte mir, okay, scheiße, live gehen. Jetzt habe ich überhaupt nichts vorbereitet. Ich brauche noch schnell ein Getränk. Aber ich habe es hinter mir im Kühlschrank. Hallo. Hi zusammen. Ach, hier liegt irgendwie so ein blödes. Wo kommt denn. Zu was gehört denn das Kabel? Irgendwie ein blödes Kabel nervt mich. Eieieiei. Hi Marcel auch. Und alle. Es ist wirklich so, wenn ich streame. Freue ich mich jetzt immer schon immer auf meinen täglichen Holy Energy Drink. Ich bin auch vorm Stream jetzt echt ein bisschen müde geworden. Und jetzt kickt der umso mehr. Lecker, lecker. Hey, könnt ihr jetzt passt mal auf. Genau, Kanalpunkte kann man dafür ausgeben. Das ist jetzt neu. Könnt ihr mal gucken. Wenn ihr auf Kanalpunkte geht, wenn ihr zu viele habt und ihr wisst nicht, wohin damit. Oder? Sind das Kanalpunkte hier oder sind das Bits? Für die Nachrichteneffekte, muss man da Bits ausgeben? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist jetzt neu. Ich glaube, Bits. Ja, 20 Bits sehe ich gerade. Auf Twitch. Aber dann kann man sowas hier machen. Ich meine, warum nicht? Ist irgendwie nett, ne? Macht den Chat irgendwie ein bisschen lebendiger und hübscher. Finde ich schön. Nachrichteneffekte, Bits, ja, genau. Das ist jetzt aber neu, oder? Das habe ich noch nie gesehen vorher. Okay, jetzt gucken wir mal kurz. Lasst mich mal schnell schauen. Slenderax, eine 7-Stream-Serie. Not bad. Hey, wie sieht's eigentlich aus bei den Leuten, die jetzt schon da sind und so regelmäßig zugucken, auf Twitch jetzt vor allem, nicht auf YouTube? Mit den Preisen für die Random Sounds. Wie schnell verdient man denn Kanalpunkte und wie sind die Preise für die Random Sounds, die man damit so abspielen kann? Ist das einigermaßen verhältnismäßig? Kann man schon irgendwie pro Stream das ein-, zweimal machen? Oder einmal zumindest? Oder ist das zu teuer? Ich kann das nämlich leider überhaupt nicht einschätzen, wie schnell und wie einfach mal Kanalpunkte zusammenkriegt. Gerade wenn man ein bisschen regelmäßiger hier ist. Okay. Ich habe keine Ahnung. Na gut, ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Hey, halt zusammen. Ich finde das mit den Random Sounds und Kosten zu viel. Aha, okay. Nicht zu viel. Ach so, okay. Na gut. Ich kann mich erinnern, dass ich auch beim letzten Mal schon nicht mehr sicher wusste, was noch zu tun ist. Und deswegen werde ich jetzt einfach wirklich mal die rot eingekreisten Orte nochmal anschauen, ne? Da wissen wir, dass es noch was zu tun gibt und wenn ich mir die nochmal anschaue, dann wird uns das auch, wird mir auch schnell wieder einfallen, was da gleich nochmal zu tun war und was da fehlt oder auch nicht. Ich denke, das passt, man kann schon ordentlich Punkte verdienen. Okay, cool. Cool. Gut. Dann will ich mal noch kurz rausfinden, wie ich mein Inventar öffnen kann. Da gab es auch eine Taste dafür. Ich bin mir ziemlich sicher. Irgendwie hatte ich ein Inventar. Ah, hier ist es. Weil ich mal gucken wollte, was für Schlüsselgegenstände haben wir denn. Wir haben immer noch unseren Ausweis. Wir haben einen Bronzeschlüssel. Welcome. Dir auch welcome, Slenderax. Ach, das ist... so blöd. Ich habe die ganze Zeit jetzt so ein Pochern auf den Kopfhörern gehört und dachte mir so, hä, ist irgendwo ein Kabel locker? Ist das so ein elektrisches Störgeräusch? Oder tappt irgendwas auf meinen Holztisch und das höre ich übers Mikrofon?
Und dann habe ich mich so geguckt. Dann habe ich gemerkt, dass das der Herzschlag von unserer Figur hier in den Optionen ist, den ich da höre. Ich dachte die ganze Zeit, was kommt das hier, wo so ein rhythmisches Klopfen auch ist? Irgendwas ist in irgendein Gerät kaputt. Also, wir haben einen Bronzeschlüssel, der ein wenig rostet. Den haben wir von der Fee bekommen. Und wir haben eine Kurbel. Mhm, okay, Bronzeschlüssel, Kurbel haben wir. Und ein Ausweis, das sind unsere Schlüsselgegenstände. Sag mal, war da schon immer irgendwie ein Raum hinter dem Ding und wie komme ich da rein? Den haben wir noch nicht gelesen, oder? Oder? Hallo Ed, wie geht's? In der Mine ist... Doch. Doch, ich glaube, den haben wir gelesen. Ja, bevor ich überhaupt... Okay, habe ich mir irgendwo noch Notizen? Hier habe ich noch Notizen. Genau, Meerjungfrau, Delfin, Boot, Pistole, habe ich hier noch einen Zettel. Sehr gut. Ich habe auch noch Hai, Delfin, aber ich glaube, das hatten wir schon. Dafür haben wir die Schrotflinte bekommen. Und wann starb Saulina 1842? Wie lange ist denn das bitte her, dass wir das Spiel gespielt haben? Mir sagt das alles nichts mehr. Damn. Wir kommen schon wieder rein. Ich brauche ein bisschen. Oh, warte mal. Wir sind jetzt ehrlich gesagt ganz woanders, als ich dachte. Ich war von der Orientierung her gerade ganz falsch. Ich dachte, der Speicherraum, in dem wir reingekommen sind... Okay, alles klar. Oh Gott. Well played, Spiel. Dammit. Halbe Bossmonster hier. Es ist tot? Ich glaube schon. Ja, aber ich finde das so nice von dem Spiel. Ich finde das so nice, dass wirklich so gut wie jeder Gegner in diesem Spiel anders ist, neu ist, ne? Man trifft wirklich kaum den Gegner zweimal. Ich finde das total großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig cool. Na gut, der war jetzt im Grunde nur so ein bisschen Jumpscare. Okay, eine Puppe mit abgetrenntem Kopf. Ich befürchte, das ist keine Puppe, oder? Die Grafik ist so in dem Spiel. Und in dem Kopf wird irgendwas reingefüllt. Hier geht's in die Arcade. Aber müssen wir in der Arcade nicht erst irgendwie Strom herstellen, oder? Silbernschlüssel haben wir nicht. Genau, hier kommen wir quasi, glaube ich, wieder zurück zur Meerjungfrau. Oh, und hier ist jetzt auch ein Monster. Also, jetzt sind wir hier. Aus dem Feenteich rausgekommen. Das heißt, da oben rechts geht's jetzt wahrscheinlich... Haben wir den... genau. Da geht's jetzt hier ins Theater. Und im Theater ist auf jeden Fall noch was zu tun. Jetzt gucken wir mal, was hier noch zu erledigen ist. Ich weiß, dass hier auch ein paar verstörende Gegner waren. Ein Tank voller Wasser. Okay, ich schätze, da kann ich nichts tun, oder? Nee.
Okay. Resident Evil 4 Berserker Mod. Ah, da werde ich so oft gefragt in den Kommentaren. Ich plane ehrlich gesagt schon seit 2 Wochen, dass ich da jetzt neue Folgen dazu mache, aber ich komme nie dazu. Ich hoffe, dass ich es nächste Woche schaffe, neue Folgen aufzunehmen. Und ich glaube, wenn ich dann wieder anfange, da neue Folgen wirklich aufzunehmen, dann ziehen wir das auch durch von vorn bis hinten. Dann werde ich dann nicht irgendwie jetzt nochmal ein halbes Jahr warten, bis wir den Schlossbereich machen, sondern dann, ne, machen wir das. Okay, an die Schwanenboote kann ich mich erinnern. Resident Evil 4 als Bonus ist auch eine gute Idee. Nach, Crow Country vielleicht, ne? Könnte man machen. Genau, hier kann ich mich erinnern, aber hier brauchen wir irgendwie erst irgendwas, das wir dem Schwan in den Mund stecken. Ein Ei. Wir brauchen irgendwie erst ein Ei, das wir dem Schwan in den Mund stecken oder so. Keine Ahnung. Ich bin gar nicht so der riesen Final Fantasy Fan. Deswegen kann ich das schwer beantworten, welches da mein Liebstes ist. Ich habe 7, 8... Ich würde sagen, ich habe ab 7 viele gespielt und auch 1, 2 Super Nintendo-Teile. Aber was ist mein Liebster? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich eine kontroverse Meinung, gerade für Final Fantasy-Fans. Aber am meisten Zeit und am meisten Spaß habe ich wahrscheinlich mit, ich glaube, 15 verbracht. Das war der mit den 4 Emo-Boyband-Guys auf ihrem Roadtrip durch die Fantasy-USA, ne? Ich glaube, das war 15. Der hat mir echt gut gefallen, den fand ich irgendwie sympathisch. Auch wenn der viel kritisiert wurde. Okay, da können wir überall noch nichts machen. Warum ist da eine Tür grau? Da würde ich vielleicht doch noch mal kurz zurückgehen und gucken, welche Tür das ist. Weil dann kommen wir vielleicht von hinten in den einen Raum, wo wir noch nicht drin waren, nämlich. Ja, genau. Gut, dass ich das noch mal gesehen habe, weil ich schätze mal, das ist tatsächlich jetzt der richtige Weg. Mit dem Regal, ja, mit dem Auto, genau. Das wurde ja im Nachhinein, da habe ich es aber schon nicht mehr gespielt. Das wurde im Nachhinein aber scheinbar noch stark irgendwie gepatcht oder beziehungsweise viele kostenlose Add-ons gab es da. Den Regalia kann man ja mittlerweile, was heißt mittlerweile, ne, das Spiel ist 1000 Jahre alt, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Kann man ja, wenn man das Spiel heute spielt, voll upgraden mit Offroad-Modus und Flugmodus und was weiß ich was alles. Das gab's, zu meiner Zeit gab es das alles noch nicht. Moment mal, ich bin von hier reingekommen. Also so. Das heißt, die verschlossene Tür oder die jetzt hoffentlich nicht mehr verschlossene Tür müsste da lang sein, oder? Genau, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte, im Saloon. Sind das Monster? Nee, ich glaube, das ist normale Dekoration hier. Ich gehe mal ans Telefon. Hallo? Na. Ich habe immer die Stimme benutzt, ne? Aber fürs Telefon wird die doch viel besser passen. Natalie, meine Tochter. Sie ist hier, oder? Ja, sie sucht dich. Sie hat bei der Polizei eine Vermisstenanzeige erstattet. Ich habe dir gesagt, sie soll nicht... Ich dachte, ich hätte sie davon überzeugt, nicht... Hör zu, kannst du sie hier rausbringen? Kannst du sie dazu bringen, zu gehen? Sofort! Mr. Crow, sie wurden verletzt. Mr. Crow, sie wurde verletzt. Sie wurde angegriffen. Okay. Hab bisher bei Final Fantasy nur Teil 10. Ah ja, Teil 10 habe ich auch gespielt, aber den habe ich irgendwann mittendrin mal aufgehört. Der hatte da irgendwie so ein bisschen, für mich zumindest von der Story her, einen Durchhänger. Und irgendwie waren wir dann die Kämpfe auch zu viel einfach, zu häufig. Eine Schatzkiste. Es gibt kein Schlüsselloch. Irgendetwas versperrt den Deckel. Okay.
Warum? Ich meine, wir sind hier in den USA. Okay, vielleicht sollte ich nicht so oft das hinterfragen. Aber wieso sind in dem Vergnügungspark überall Waffen und Munition vor allem verteilt? Tollmans Aufzeichnungen, 30. März 1988. Der Boss hat begonnen, mit dem Pool zu experimentieren. Er befestigt einen Schlüssel an einer langen Kette und lässt ihn langsam in den Pool sinken. Er wartet 25 Sekunden lang und zieht ihn dann wieder heraus. Er hat sich verändert. An manchen Stellen ist er zu kurz, an manchen Stellen ist er zu lang. Steht da, aus irgendeinem Grund hat mein Hirn das jetzt ausgetauscht. Aber inhaltlich macht es keinen Unterschied. Er hat ganz einfach die falsche Form. Okay, also... Aha, der Becher Limonade eingießen. Erdbeererlebnis. Erdbeererlebnis. Ah, ich kann die Knöpfe drücken. Ich kann es mir aussuchen. Es gibt, wartet mal, Erdbeer, Limonade, Ananas, Traube. Schön langsam ergibt sich von der Story her ein Bild hier. Schön langsam verstehe ich das. Crow und seine Leute haben hier einen Vergnügungspark gegründet, um in Wirklichkeit Gold zu graben, was wahrscheinlich illegal ist. Und das Gold haben sie dann irgendwo nach Südamerika, glaube ich, geschickt, in eine verlassene Goldmine, um zu sagen, hey, wir haben doch noch mal Gold hier gefunden. Haha, lol, kekwe. Und so sollte das verschleiert werden. Schön und gut. Okay, okay, okay. Aber bei den Ausgrabungen haben sie dann, entweder absichtlich oder zufällig, einen Pool gefunden. Irgendetwas Komisches. Irgendein Portal in eine andere Welt oder sowas. Und dieser Pool verändert Dinge. Und das, was wir sehen, sind die Ergebnisse dieser Veränderungen. Und aus dem Pool sind aber auch Dinge gekommen. Dinge, die sie die Besucher genannt haben. Bizarre Kreaturen, die irgendwie, mit denen man nicht wirklich kommunizieren konnte und so weiter. Und unsere Hauptfigur wurde als Kind, als sie sich im Bereiche des Vergnügungsparks verirrt hat, wo sie nicht hin sollte, von so einem Besucher attackiert. Und wäre beinahe dran gestorben. Und jetzt ist sie zurück. Wir wissen nur noch nicht, warum. Und Crow, der Gründer des Parks, ist auch wieder hier. Und wir wissen auch nicht, warum er wieder hier ist. Um welche Uhrzeit streamst du Resident Evil 4? Gar nicht. Also davon, das ist jetzt nur mal... So für die Zukunft geplant, könnte man das in Zukunft mal machen, wenn wir mit Crow Country fertig sind. Wenn, dann am Mittwoch 19 Uhr immer. Aber jetzt mal ganz langsam hier. Ich mache jetzt einfach mal einen Schuss von allem rein. Oh, guck mal, das stapelt sich richtig. Der Becher ist voll, aber ich möchte das nicht trinken. Okay, ausleeren. Ich mache mal nur Erdbeer. Erdbeererlebnis. Viermal Erdbeererlebnis. Bringt auch nichts. Okay, wir brauchen irgendeinen Hinweis. Hamburger, Pommes Fritz, Hähnchennuggets. Genau das, was man erwarten würde. Ah, Heilung. Hauptsächlich wegen unserem Welpen. Weil ganz oft kommt halt Merlin erst um... Also nach 18 Uhr von der Arbeit nach Hause und der Kleine kann halt dann nicht, oder wir wollen halt nicht, dass der jetzt noch so lange alleine bleibt. Gegen die Scheibe klopfen. Ich weiß ja nicht. Aber okay, passiert nichts. Hier ist ein Tastenfeld. Wir haben irgendwo noch so einen alten Code gehabt, den wir noch nie gebraucht haben. Da ist wieder eine Null in dem Code. Der kann hier nicht funktionieren. Also eigentlich nur, weil 18 Uhr ein bisschen knapp war. Das ist alles. Deswegen jetzt 19 Uhr. Das ist der einzige Grund. Kann auch sein, dass sich das in ein paar Monaten, wenn der Kleine ein bisschen älter ist, auch schon wieder ändert. Aha! Ich habe die Lösung gefunden. Traube, Limette, Ananas, Erdbeer. Moment mal. Schrupflintenmunition. Nice. Traube, Limette, Moment, was? Ananas, genau. Traube, Limette, Ananas. Traube, Limone, Ananas, Erdbeer.
Tada, die geheime Kombination. Aber ist das nicht vorgekommen, dass Leute sich zufällig sowas gemischt haben? Dürfen das die Leute eh lesen? Mr. Crow bewahrt zusätzliche Schatzkarten in der Holzkommode in seiner Loge auf. Okay, muss ich aufschreiben. Achtung. Mr. Crow Lounge. Nicht Loge, Lounge. Holzkommode. Acht, acht, neun, eins. Let's go. Ja, wie bei Umbrella die Sicherheitsverkehrung, das stimmt. Das ist alles schön und gut, aber wie kriege ich jetzt hier die Schatzkiste auf? Das würde ich gern machen. Und hier den Code noch finden. Früchte sind Freunde. Ja, gut. Finde ich auch. Ah, guck mal, hier ist eine Granate. Im Glas. Sehe ich gerade. Wie war das gleich nochmal? Genau. Tausche eine Pistolenkugel gegen eine Granate. Das ist doch nett fair. Aber sie sollte vielleicht das nächste Mal echt ein Messer oder sowas mitnehmen. Irgendeine Nahkampfwaffe. Ich kann gegen das Glas klopfen. Hat's was damit zu tun? Hier dreh dich mal um. Guck mal zu mir. Neptuns Palast, Geburtstagsfeier. Bitte die Eltern, Geschenke in der Schatzkiste zu platzieren. Gebt dem Kind während des Essens den Dreizack. Wir brauchen einen Dreizack. Die Meeresmonster drehen sich zum Dreizack. Okay, sobald sie sich zum Dreizack drehen, singen sie, solange der Dreizack nicht zu weit weg ist. Wenn alle vier singen, öffnet sich die Schatzkiste. Das Kind kann nun die Geschenke aus der Schatzkiste nehmen. Hinweis, die Seemonster bleiben oft hängen und drehen sich nicht ordnungsgemäß. Schubst sie einfach kurz an, dann sollten sie sich bewegen. Auf die Granate schießen, ja, stimmt. Ist eigentlich eine sehr gute Idee. Aber hey, das Glas geht so und so kaputt, ne? Hi, Denk. Dech, meine ich. Hey, Andi. So. Ans Management. Kann der Code für die Vordertür bitte geändert werden? Er lässt sich zu einfach erraten. Ist das die unveränderte Werkseinstellung oder was? Die Sicherheit ist in Gefahr. Okay. Er lässt sich zu einfach verraten. 1, 2, 3, 4. Cool. Okay, wir bräuchten einen Dreizack, heißt es. Mit einem Dreizack könnten wir hier die Schlangen zum Singen bringen. Aber ich habe keinen Dreizack und hier drin ist, glaube ich, auch kein Dreizack, oder? Ah, und hier ist eine Markierung auf dem Boden. Hier muss man wahrscheinlich mit dem Dreizack stehen. Hier ist auch noch ein Fragezeichen eingeblendet, da, okay. Dreizack, das wüsste ich jetzt gar nicht, ob wir schon mal so einen gesehen hätten. Aber zumindest haben wir hier jetzt wieder einen Code. Eine Abkürzung meine ich, zum U-Boot. Spielhalle. Das Verlies, das Spukschloss. Ah ja, genau, Crow's Loge, da können wir jetzt auf jeden Fall hingehen. Aber Moment mal, was stand da? Was versteckt da Schatzkarten? Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, was ich mit Schatzkarten eigentlich will, aber gehen wir doch mal dahin. Einfach nochmal geradeaus hoch und dann schauen wir mal, welche Schatzkarten der da versteckt. Okay, der Code ist 88
9-1. Hey, ich mag das Spiel wirklich gerne. Ich mag die Stimmung, ich mag die Rätsel auch. Ich mag, dass ich hier mit Zettel und Stift sitze und mir so kleine Notizen mache. Finde ich super schön alles. Wirklich ein tolles Spiel. Okay, wir haben eine geheime Karte gefunden. Gibt sogar ein Achievement dafür. Das ist ein Schrank. Okay. Karten haben wir bereits rausgenommen. Sehe ich jetzt irgendwas auf meiner Karte, was ich vorher nicht gesehen habe? Eher nicht. Hä? Wirklich? Was bringt mir denn die Karte jetzt? Geheimnisse 4 von 15. Aha, die Option sehe ich ja jetzt erst. Aber das sind dann, sind das dann optionale Dinge oder? Ich glaube, das sind optionale Dinge, ne? Das Upgrade im Spukschloss zum Beispiel, das kann ich mir erst holen, wenn ich einen Flammenwerfer habe. Okay, aber es gibt also noch viele optionale Rätsel hier. Auch interessant, ne? Kann man auch machen, wenn wir nicht weiterkommen. So wie jetzt gerade. Kann man mal gucken, was das für... Ist die Option neu? War das die Schatzkarte? Ist das jetzt das, was ich jetzt machen kann? Ich glaube schon. Gell? Ich glaube auch. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt zumindest mal. Ist ja cool, oder? Das ist jetzt mal ein guter Anhaltspunkt. Dann gehe ich jetzt vielleicht mal zurück in den Crow Country Eingangsbereich. Oh, guck mal. Ja, stimmt, ne? Stimmt. Den Kofferraum von Crows Auto, den könnte man mit irgendwas auch aufbrechen oder so. Ja, ja, voll cool. Okay, gut. Wartet mal ganz kurz. Wenn wir schon in dem Raum sind, speichere ich jetzt. Wir haben zwar nicht viel gemacht, außer die eine Tür dazu öffnen, aber ich habe Angst vor Tod. Said everyone ever. Okay. Ja, ja. Ah, alles klar. Jetzt kenne ich mich aus. Deswegen war ich vorher so verwirrt. Wir haben schon wirklich eine Abkürzung durch den Technikerkorridor geöffnet. Ja, ja, okay. Den Technikerkorridor können wir jetzt auch eigentlich nehmen. Das ist schon der gleiche Safe Room. Ich habe nur vor dem falschen Ausgang genommen, als ich dachte, und war deswegen verwirrt. Aber ist alles gut. Ich hoffe, da platzen nicht wieder irgendwelche Spinnen irgendwo aus der Decke. Das war echt creepy. Nee, Silent Hill 4 habe ich, glaube ich, jetzt wirklich abgebrochen. Ich habe mich damit abgefunden. Ich finde es selber ein bisschen schade, weil, ne, ich habe es ja oft genug gesagt, das Spiel hat schon viele positive Seiten, die ich eigentlich mochte, aber es hat mich zu sehr genervt. Und wenn mich ein Spiel einfach nur frustriert, dann hat es ja irgendwie auch keinen Sinn mehr. Stars. Ja, eben. I give you stars. Bin ich wirklich auch, finde ich auch selber schade ein bisschen, aber ja. Silent Hill 4 ist mir zu frustrierend einfach, leider, muss ich sagen. Komm, die beiden Schleimdinger schieße ich schnell mit der Pistole kaputt. Das wird nur nervig, wenn ich dann dem vorbei will und dann trete ich drauf und krieg Schaden und das nervt. Zwei Schuss Pistole. Ich gehe jetzt hier zum Auto zurück. Können wir uns eh wieder unendlich viel holen. Wow. Ja, hey, ich weiß nicht genau, wie erfolgreich Crow Country war, wird, ist. Ich hoffe... es ist erfolgreich, ich wünsche es dem Spiel, weil da sehe ich eine Franchise, da sehe ich eine große Karriere dahinter. Da kann ich mir einen zweiten Teil sehr gut vorstellen. Für den zweiten Teil kann ich mir dann tatsächlich auch eine Verfolgerkamera oder so vorstellen. Ich weiß nicht, ob das den Charme kaputt macht, aber weißt du, irgendwie entwickeln sich so Spielreihen ja doch weiter und so weiter, ist ja alles okay. Ich habe einen Polizisten gesehen. Ja, er war mit dem Fahrrad unterwegs. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, aber nur kurz. Na gut.
Warte mal, sie hat gesagt, ich habe genug. Dann lade ich mal nach. Ah, okay, geht trotzdem nicht. E.L. Crow. Ah, ein Silberschlüssel steht da sogar. Okay, mit einem Silberschlüssel können wir das Auto öffnen. Dann ist alles so klar. Wir haben leider bisher nur den Bronzeschlüssel. Gut, das war das erste Rätsel. Das zweite ist auf dem Klo. Dann gehen wir gleich mal aufs Klo. Irgendwann löst Crow Country Resident Evil ab. Ich fände es zumindest wirklich cool. Also, ich beschwere mich überhaupt nicht über die Resident Evil-Spiele, die Capcom zurzeit abliefert. Capcom macht das ganz großartig und ich bin ein großer Fan. Aber ich finde es ganz gut, wenn wirklich den Horror-Spiele-Mainstream-Markt andere Spiele auch noch betreten würden. Oh! Versteht ihr, dass die nicht einfach alleine sind? Wie es halt aktuell schon irgendwie der Fall ist. Ah, ich kann mich erinnern. Die letzte Toilette war doch verschlossen, ne? Voller Blut. Es riecht übel. Oh je. Beyond Magazin. Das haben wir schon mal gelesen, ja. Da ist der menschliche Brustkorb. Hört mal genau hin. Man hört, hey, wenn ich ins Blut steige, dann macht es so Platschgeräusche. Aber wenn ich auf den Körper trete, dann macht es so... Nee, es macht tatsächlich nur im Blut Geräusche. Aber manchmal hören die sich ein bisschen crunchy an. Naja. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus, was hier passiert ist. Aber war das jetzt das Rätsel schon? Haben wir das jetzt gelöst? Nee, hier gibt es noch was zu lösen. Aber was? Wo? Hände sind bereits trocken. Knopf drücken. Okay, ich habe zwei Lüfter angemacht, aber nichts passiert. Mit dem Waschbecken kann ich nicht interagieren, aber mit den Lüftern. Dann muss es doch irgendwas mit den Lüftern zu tun haben, oder? Aber sonst gibt es hier nicht noch weitere Interaktionsmöglichkeiten. Ich kann mir die Toiletten anschauen. Zum Glück muss ich nicht aufs Klo. Ah, ich könnte hier irgendwas benutzen bei diesem Knochenhaufen. Geht aber alles nicht. Okay, dann haben wir hier das richtige Item noch nicht. Aber irgendwas müssen wir mit dem Knochenhaufen benutzen. Okay. Ja, das Skelett ist ein Geheimnis, recht hast du. Okay. Aber das nächste war gleich eins weiter beim Eisenbahnraum. Ich kann mich erinnern an den Eisenbahnraum. Da habe ich gesagt, das hat für mich so ein bisschen Super Mario-Vibes hier. Aber was war da gleich nochmal? Beste Dampflok. Zugriff verweigert. Ich schätze mal, damit hat es zu tun, ne? Computersystem im Verlies, Sicherheitsdiskette erforderlich. Ja, genau. Wir brauchen irgendwie eine Sicherheitsdiskette, damit wir hier weiterkommen. Ja, okay, das haben wir schon alles. Okay, gut, Sicherheitsdiskette, Sicherheitsdiskette. Und dann kommen wir auch im Verlies weiter. Aber wir haben jetzt keine Hinweise bekommen, wo das sein könnte. In den Raum können wir, glaube ich, noch nicht. Auch da brauchen wir, wenn mich nicht alles täuscht, den Silberschlüssel. Oh, Bärenfalle. Oder? Für den Giftshop? Genau, wir brauchen endlich... Hey, mit dem Silberschlüssel machen sich dann auf einmal so viele neue Wege aus. Das wird der Hammer. Auf, nicht aus. Gut, dann gehe ich nochmal ins Gruselgebirge. Einfach nochmal ein bisschen Sightseeing durch den Vergnügungspark. Ach, guck mal. Alte, neue Gegner. Genau, hier kann ich nochmal ins Gruselverlies. Da unten ist sonst nichts. Gruselverlies, Gruft.
Spukschloss auch. Okay. Aber angeblich soll auch irgendwie hier schon... Warte mal, vorm... Ah, hier bei dem Automaten wahrscheinlich. Nichts. Oh! Oh Gott! Ich finde dafür, dass die Grafik so oldschool ist, ist das Kreaturendesign sehr unheimlich, oder? Ich finde schon. Nur gerade, weil dieses rote X ist kurz vor dem Eingang vom Spukschloss, ne? Vielleicht muss ich da irgendeinen anderen Code spielen. Nee? Na gut, was gibt's denn noch? Leute über 30 werden die Melodie noch erkennen. Was könnten wir noch machen? Was ist SOS gleich nochmal? Naja, ich schätze mal, mit der Glocke hat's irgendwas zu tun, aber... Wartungsarbeiten, Spukschloss. Haben wir das gelesen? Brauchen wir die Kurbel? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Jingle Bells können wir versuchen. Der Schluss war ein bisschen... Ich habe zu schnell gedrückt, das wollte er nicht. Da ist er nicht hinterhergekommen. Okay. Spukschloss. Hier haben wir auch noch was zu tun. Der Vampir hat mich so erschrocken. Das war schon lustig. Well played. Schon wieder ein bisschen. Okay, wir haben hier eine Uhr, die wir stellen könnten, ne? Aber da weiß ich immer noch keine Uhrzeit. Die drei Bonusbilder haben wir schon geöffnet. Oder haben wir das mit den Uhren auch schon gemacht? Ach, wenn ich mich doch erinnern könnte, wenn die Pause nicht so lang wäre. Aber auf jeden Fall gäbe es hier auch noch was zu machen, aber weiß ich jetzt nicht. Sieht ziemlich zerbrechlich aus, stand da gerade, oder? Naja, hätte ja sein können. Okay. Leider bin ich gerade ein bisschen on the woodway, my friend.
Ah. Abfluss. Nö, doch nicht. Nix A. Nix da A. Habe ich schon rausgezogen. Angeblich soll es hier nämlich auch noch irgendwas zu finden geben. Der Abfluss funktioniert nicht. Vielleicht finde ich irgendwann mal Rohrreiniger oder sowas. Und dann kippe ich den da rein. Ich habe keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt? Okay, wartet mal. Neptuns Palast. Neptuns Palast war das Essen. Das war das mit dem Essen. Dammit. Ich habe das Gefühl, ich hänge gerade ein bisschen fest. Ich gehe mal nochmal in den Meeresbereich und schaue mir die Spielhalle und Neptuns Palast nochmal an. Die Spielhalle war beim letzten Mal schon so das letzte, wo ich schon so ein bisschen Zeitdruck hatte, den letzten Safe zu finden. Muss ich mal schnell gucken. Also über Fallout-Lore mache ich grundsätzlich natürlich schon noch weiterhin Videos. Auch wenn wir auf Fallout 5 oder so noch sehr lange warten müssen. Und da ist Fallout 4 schon auch dabei. Genau, ja, das geht schon weiter. Das mit den Pilzen... Nee, das mit den Pilzen war was anderes. Alles, was rot markiert ist, da solltest du was machen. Ja. Aber ich glaube, diese roten X'e, die sind teilweise auch wirklich optional. Weil da haben wir so Upgrades für Waffen und sowas bis jetzt bekommen. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger sind die roten Kringel hier. Um die geht's. Das ist Hauptquest, kann man sagen. Okay, Lager bewegt sich nicht. Wir können es nicht öffnen. Aus Neptuns Palast sind wir vorher gerade rausgekommen. Oder? Jetzt muss ich da nochmal schnell reinschauen. Aber erst gucke ich mal hier. Na gut. Und ich schätze mal, hier in den giftigen Raum können oder sollen wir noch nicht rein. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht versucht, ne? Ich gehe jetzt mal schnell im U-Boot speichern und dann gehe ich mal in den giftigen Raum vielleicht. Ist das ein X in dem Raum? Nicht genau an der Stelle, wo das Geheimnis ist? Ich denke schon, aber trotzdem habe ich es teilweise nicht verstanden. Im Spukschloss, das hat sicher mit den beiden Uhren zu tun. Ich schätze mal, das im Gruselgebirge hat irgendwas mit der Glocke zu tun. Und in der Gruft dieses komische eine Grab da. Aber solange ich nicht weiß, was ich da mache oder nicht die richtigen Items habe, teilweise ja auch, kann ich da halt noch nichts machen. Ich glaube, dass ich da irgendwie Sachen brauche dafür, bevor wir da wirklich was tun können. Deswegen schaue ich mich jetzt lieber nochmal woanders um. Also ich gehe jetzt mal nochmal kurz in Neptuns Palast, ob das ist, das ich dachte, dass es ist. Ja, genau, das ist das hier. Da waren wir gerade drin. Oh, ohne Neptuns Zepter können wir hier im Grunde, glaube ich, nichts machen. Hallo? Tank much? Das macht so ein Abprallgeräusch. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ich kann dem, glaube ich, nur was tun, oder? Ich bin mir nicht sicher. Entweder kann ich dem nur was tun, wenn er sein Gesicht zeigt, oder das war jetzt einfach zufällig der 100. Schuss, der gereicht hat. So, Madame, was ist jetzt mit wir haben genug Munition. Oh Gott, das war nämlich von Anfang an eine Lüge. Dass wir genug Pistolenmunition haben. Ich mag das nicht, dass hier ab und zu Gegner spawnen. Aber gut, okay. Ohne Dreizack geht's jetzt da erstmal nicht weiter, glaube ich. Wenn der Vergnügungspark noch am Laufen wäre und da nichts Illegales oder Gefährliches ist, würdest du da hingehen, so zum Spaß? Ja,
Wenn der bei mir in der Nähe zufällig wäre, dann würde ich mir den auf jeden Fall anschauen. Warum denn nicht? Wie ich gesehen habe, ist die Säureflasche im Meerjungfrau-Käfig fast leer. Ihr könnt sie mit dem Säuretrank wieder auffüllen. Aha. Aber die hat Crow offenbar in der unterirdischen Ebene bringen lassen. Das habe ich mir schon gedacht, dass wir Säure brauchen, um diese Meerjungfrau auf der Bühne zu schmelzen oder irgendwie sowas, ne? Das Spiel hat schon ein interessantes Loot-System, finde ich. Dass man, wenn man da dagegen tritt, immer das kriegt, was man braucht, ne? Ist schon irgendwie lustig. Okay, Sunken Treasure ist, glaube ich, die Spielhalle, oder? Die sehr, sehr dunkle Spielhalle. Feuerlöscher, nicht brennt. Silberschlüssel. Wir brauchen den fucking Silberschlüssel. Mit dem Silberschlüssel könnten wir alles zum Laufen bringen. Wo kriegen wir den Silberschlüssel her? Der ist jetzt das... Das ist dieses eine Item. Wenn wir das finden, öffnen sich jetzt also auf einen Schlag 5 Wege, die wir jetzt gehen können. Aber bis wir den Silberschlüssel nicht haben, weiß ich es nicht. Es riecht übel. Ich will nicht näher rangehen. Shit. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Könnte bitte jemand die Bewässerungsanlage im Theater an die Hauptwasserversorgung anschließen? Derzeit ist nämlich ein Wassertank angeschlossen, aber der ist nicht luftdicht und wird daher im Laufe der Zeit austrocknen. Wartet mal. Soll das vielleicht heißen, dass ich im Theater einfach mal draufbleiben soll? Ganz lange. Das klingt zwar jetzt irgendwie doof, aber das hat sich gerade so gelesen, oder? Als ob ich im Theater vielleicht einfach mal ganz lange auf dem Wasserknopf brauche, bis der Tank leer wird. Vielleicht passiert dann ja was. Ich bin jetzt gerade von hier rausgekommen und Theater ist genau da oben durch. Achso, genau falsch. Ich habe so keinen Orientierungssinn, aber alles gut. Ja, ja, Schatten von Meerestieren sind da oben an der Decke öfter, habe ich auch schon gesehen. Ich dachte vorher, dass da irgendein riesiges Monster von der Decke kommt oder so, aber das muss so. Okay, ich versuche das mal. Also, ich frage mich halt, weißt du, das Gegenstand benutzen, das wirkt schon so, als sollte ich hier den Gegenstand benutzen. Aber gleichzeitig sagt mir doch der Zettel, dass der Tank irgendwie austrocknet. Also lasse ich es jetzt mal ganz lang laufen. Ganz lang. Dann schauen wir mal, ob irgendwas passiert. Vielleicht fällt gleich so ein Bein ab oder so. Ich habe das Gefühl, schon langsam kann das nicht mehr stimmen, oder? Na gut, ich glaube, das ist nicht das Rätsels Lösung, aber es hätte ja sein können, oder? Ohne dich hätte ich den Bronzeschlüssel nie gefunden. Na, okay. Oh je. Tja, er ist tot. Ich glaube, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Okay, mir ist aufgefallen, dass die 7 Weltmeerjungfrau diese Art von Batterie verwendet, die die Riesenkrähe... Ah, interessanter Tipp. Okay, das ist keine gute Idee. Solche Batterien sind nicht wasserdicht. Die Meerjungfrau braucht ständig Wartung. Hat ihn jemand umgebracht? Oder ist er gerade gestorben?
Ja, ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ja, genau, damit haben wir den Vorhang aufgezogen. Da war erst quasi ein Vorhang dahinter, davor. Könnte jemand das Wartungsteam bitten, die Lagerraumtür des Meerjungreichs zu streichen oder die Tür komplett auszutauschen? Sie ist aus ziemlich altem Holz und fällt langsam auseinander. Gegen ein Feuer hätte sie keine Chance. Bräuchten wir einen Flammenwerfer? Haben wir alles nicht. Dammit. Da geht's wieder in den Mitarbeiterflur. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich hin? Wo ist der Silberschlüssel? Wo ist der Silberschlüssel? Welche Information fehlt uns oder welches Item? Bin ich einfach nur dumm? Magst du allgemein Vergnügungspark in echt? Also ehrlich gesagt war ich in meinem Leben, glaube ich, einmal in einem Vergnügungspark. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Vergnügungspark-Fan bin. Aber wenn es jetzt in meiner Nähe... 1903 unterstrich Just Resub vor 28 Monds. Ey, vielen, vielen Dank, Torin. Schönen Abend euch allen. Dankeschön, dir auch einen schönen Abend und vielen Dank für das Sub. Also wenn es jetzt in meiner Umgebung einen Vergnügungspark geben würde, der irgendwie neu öffnet, so ein Crow Country oder was weiß ich was... Dann, warum nicht, oder? Soll ich versuchen, die zu öffnen? Ich habe Angst, dass wir instant sterben, wenn ich das mache. Ich mach's. Okay, wir kriegen nur einen leichten Schlag. Ist nicht schlimm. Unter Strom, dieser Bastard. Wir haben genug Heilung. Alles gut. Riecht stark nach Bleichmittel. Aber da ist trotzdem ein dunkler Fleck auf dem Boden. Ich frage mich, was die wohl gereinigt haben. Können wir das Bleichmittel mitnehmen und in die Meerjungfrau füllen? In den Meerjungfrau-Bereich? Slenderax! Vaktos has gifted 5 Subs to viewers. Danke, Slenderax, für die 5 wundervollen Subgifts. Das ist wirklich sehr, sehr nett von dir. Oh! Die Zeichnung kenne ich, glaube ich, noch gar nicht, oder? Jetzt warte mal. Kurbel für den Ofen. Kette. Ich nehme an, das ist eine Kette, oder? Kette für Kran. Und Flüssigkeit. Für Flammenwerfer. Oder so. Jetzt wartet mal. Jetzt wartet mal kurz. Wie komme ich? Scheiß Inventar. Oh Gott, okay. Genau, das sieht nämlich genauso aus wie die Benzintanks, die ich eh schon habe, zuhauf. Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich kann doch den Benzintank, ich kann doch meine Munition gar nicht irgendwie... Aber ich glaube, ich gehe noch mal in den Raum. Uns fehlt leider eine Kette für den Kran, aber... So ein Benzintank könnte ich da reinfüllen in dieses komische Gerät. Säurewerfer gegen lebende Dinge, das wäre gut. Ich muss zur Ausgrabungsstätte. Jetzt wartet mal. Das versuche ich jetzt mal kurz. Auf zur Ausgrabungsstätte. Fantreffen im Heidepark. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Theater ist dann in der anderen Richtung. Ist das Theater? Bin ich jetzt hier richtig? Ah, nee, Ausgrabungsstätte ist hier. Los. Ich muss ja gar nicht ins Theater. Ich war im Theater. Dumm. Im Norden Münster in der Nähe. Okay. Da ist jede Menge Benzin drin. Ja, guck, das meine ich. Ich kann das jetzt hier... Oh nein, das wollte ich nicht. Aber ich kann den Treibstoff jetzt hier gar nicht benutzen. Also,
kann ich gar nicht damit kombinieren. Und das heißt, da ist jede Menge Benzin drin, ne? Ventil drehen. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Ich habe das bereits benutzt, ja. Aber hier fehlt noch irgendeine Kette, ne? Irgendwas. Kette. Sonst ist ja alles bereit. Der Flammenwerfer ist bereit. Ich habe schon Öl reingeschüttet. Eine Kette bräuchte ich noch. Ich will den Silberschlüssel. Verdammt. Anscheinend habe ich Benzin schon reingetan, ja. Kann ich mich nur nicht mehr erinnern. Hallo, Cherry. So. Agro, hey, vielen, vielen Dank für die Bits. Hype Train. Hype Train Level Up Explosion. Dankeschön. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wo man den Silberschlüssel in dem Spiel findet. Nur weil ich wissen will, ob ich es vielleicht einfach übersehen habe, wisst ihr? Manchmal lässt man einfach was liegen und dann sucht man ewig lang und ärgert sich. Crow Country Silver Key. How to get the Silver Key. Also. To get the Silver Key. You're going to need three core items, which can be found in the midsection of the game. The crank, haben wir. The ruby. Ein Rubin haben wir nicht. Ein Rubin in der verhexten Villa. Hä? Wartet mal, jetzt muss ich noch mal in die Villa. Hey, kann das sein, dass hinter... Weil ich habe doch gerade noch gesagt, als wir in dem Spukschloss waren. Ich habe gerade noch gesagt, als wir im Spukschloss waren, okay, da waren wir schon, da habe ich schon alle Türen geöffnet. Kann das sein, dass wir das hinter irgendeinem von dem... Oh, Slenderax. Das ist eine so gute Idee, dankeschön. Da müssen wir vielleicht nicht mal cheaten. Wahrsageautomaten. Dafür gibt's die ja. 10 Credits haben wir noch. Ja. Da habe ich nicht dran gedacht. Dankeschön. Bester Tipp ever. Der Rubin ist in einem Gemälde eines Dämons versteckt. Das ist genau das, was ich auch gerade gelesen habe. Oh, auf einem Flohmarkt war ich tatsächlich schon ewig nicht mehr. Aber früher hatte ich eine Zeit, wo ich öfter dahin gegangen bin. Hauptsächlich, weil ein WG-Mitbewohner von mir ein ziemlicher Flohmarkt-Nerd war. Hey, danke für den Tipp mit dem Wahrsageautomaten. Das ist so gut. Also, hinter dem Gemälde eines Dämons wurde zwischen 120 und 1115 für viele Tode verantwortlich gemacht. Da stecke ich meine Hand ganz bestimmt nicht rein. Auf keinen Fall. Oh, ich bin einfach so dumm. Wir hätten das schon vor ungefähr einem halben Jahr lösen können, meine Freunde. Die Uhren, ganz genau. Zwischen, weißt du, der Dämon wurde zwischen 10:20 und 11:15. Meine Güte, wie konnte ich das nicht checken, als wir zum ersten Mal hier waren? Der Dämon zwischen diesen beiden Zeiten. Oh Gott, es ist so logisch. Okay. Aber alles gut. Wie verstelle ich jetzt die Uhr? Oh. Ah, mit der Kurbel. Okay, cool. Dann hätten wir es doch noch gar nicht machen können, als wir das erste Mal hier waren, weil wir jetzt die Kurbel zum Stellen brauchen. So, 10:20 und 11:15. Und der Dämon steckt die Zunge raus.
Und wir haben einen großen Edelstein. Und der große Edelstein sieht aus wie ein Ei. So. Und jetzt. Na also. Yay. So. Und jetzt gehen wir zu den Schwanenbooten. Nice. Die Wahrsagerautomaten haben uns gerettet. Einmal haben wir den jetzt benutzt. 9 Mal dürfen wir noch. Das klingt nett, eigentlich. Oh Gott, was ist das denn schon wieder? Ein Katzendämon. Oh Gott. Ist er noch da? Normalerweise schon. Komm mal her. Arschloch. Mit der Pumpgun. Ich habe das Gefühl, in der ersten Hälfte des Spiels haben wir quasi überhaupt keinen Schaden bekommen. Und jetzt passiert es aber immer öfter. Also was heißt in der ersten Hälfte? Bisher halt. Hey, Hype Train ist beendet. Was hat ein winkendes Bärchen? Oder ist das ein Pinguin? Es ist, glaube ich, ein Bärchen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, Schwanenboote. Da müssen wir lang. Where's everyone going? Bingo. Oh. Normalerweise sind Gegner immer ein gutes Zeichen dafür, dass man richtig ist, ne? Aber bei dem Spiel bin ich mir nicht so sicher, nach welchen Regeln die spawnen, ehrlich gesagt. Ach, nicht die Kurbel. So. Das Licht ist grün geworden. Aha. Oh, man steuert den Schwan jetzt echt in Echtzeit. Das ist ja witzig. Ach, guck mal. Und da ist eine Kette um den Hals von dem Schwan gebunden. Schaut euch den Scheiß an. Wie cool ist das eigentlich? Und so fügt sich jetzt eins ins andere. Oh, der Kopf fällt ab. Oh je. Ach, deswegen war die Kette dran, weil der Kopf abfällt. Oh, kann ich jetzt den Kopf von da hinten nehmen und dran kleben? Nee. Kann ich mit dem Schwan jetzt noch fahren? Ich kann auch mit dem kopflosen Schwan jetzt noch rumfahren. Ich möchte mal gucken, ob ich irgendwas rammen kann oder so, ob das irgendwie Sinn macht. Ah, ich kann den anderen. Hey, ich will mal den anderen Schwan zu mir herstupsen. Damit ich den auch mal noch looten kann vielleicht. Shit, ich glaube, ich muss einmal noch mal Ringelrei fahren hier. Mit meinem kopflosen Schwanenboot. Schnell, das schaffen wir doch. Reinquetschen. Ach, dammit. Okay, nächste Runde. Warum kann ich da unten nicht durchfahren? Das sieht voll so aus, als könnte ich da durchfahren. Aber jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, ich kriege den Schwarm von der Wand weg. Ah, könnte sein, dass der verkeilt ist, ne? Ah, schade, das klappt nicht. Ah, ich glaube, es hat geklappt, oder? Sie sagt jetzt, was ist das? Und wenn ich, nee, warte mal. Aber wenn ich hier hingehe... Ah, nee, da steht... Ne, okay, warte, ich gehe mal raus und nochmal rein. Gucken wir mal, ob wir den Schwan resetten können. Weil da ist irgendwas drauf. Das sieht irgendwie auf wie so ein... zum Aufpusten oder so, so ein Ventil. Ich weiß es nicht. Na, aber der liegt schon von Haus aus so nah dran. Es wird wahrscheinlich nicht klappen. Ich versuch's mal. Irgendwie den Kopf verlieren. Kopflos, ne? So ein Bild von einer enthaupteten Frau. Hier dieser kopflose Schwan. Da drüben liegt auch ein Schwanenkopf. Das ist so ein Thema in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Du kannst das Ufer erreichen. Ha, schade. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, den Schwan hierher zu bringen und ich dachte, ich bin der Klügste überhaupt und kriege jetzt voll das geheime Super-Item und dann ist da nichts. Bin enttäuscht.
Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Enttäuscht. Na gut, dann halt nicht. Dann würde ich jetzt gerne speichern, weil jetzt haben wir alles, um diesen Brunnen in der Ausgrabungsstätte zu aktivieren. Und ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem, was da gleich passiert eventuell. Deswegen gehen wir jetzt noch kurz in den Eisenbahnraum und speichern noch mal kurz. Und dann geht's ab in den Brunnen. Und dann holen wir raus, was auch immer da unten drin ist. Warte mal, bin ich jetzt richtig? Ja. Aber warte mal, das ist Klo. Hä? Bin ich schon vorbei? Da ist er. Gut. Eisenbahnraum. Ich komme. Speichern. Okay. Jetzt bin ich bereit, für was auch immer uns erwartet. Ich nehme schon mal die Schrotflinte. Wir haben 9 Schuss Schrotflinte, 2 Granaten und einen Flammenwerfer, ne? Ich werde sofort den Flammenwerfer bemannen und wegbrutzeln, was da aus dem Loch kommt. Toll. Genau deswegen habe ich die vorher weggeschossen in dem anderen Gebiet, weil ich wusste, dass das passieren wird. Oh Mann. Sitze ich heute so schief oder ist die Kamera so schief? Irgendwie bin ich nicht mittig. So. So ist besser. So bin ich mittiger. Okay, let's go. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was passiert. Holy shit. Ich habe ein bisschen Angst auch. Ich bin sehr nervös. Okay. Oh, jetzt ist hier Monster auf jeden Fall. Ist das jetzt wieder... Genau, ne? Ja, das ist definitiv so. Wenn der seinen Kopf zeigt, ist der sehr viel verwundbarer. Definitiv. Okay. Gut, das ist erledigt, das ist erledigt. Dann benutzen wir jetzt hier noch Kette mit Kran. Ja, ja. Stimmt eigentlich. Wie benutze ich das? Ach so, jetzt darf ich erst. Okay. Und jetzt? Ist da nur eine Maske oder was? Das Harz ist geschmolzen. Da hängt etwas an der Kette. Die Leidensmaske. Sind wir jetzt hier in Majora's Mask oder was? Verwandle ich mich jetzt in irgendwas, wenn ich die aufsetze? Diese seltsame Maske habe ich in einem Loch im Boden gefunden. Irgendetwas scheint sie zu betrüben. Maske. Maske. Für ein Crow Country 2, was würdest du dir an Verbesserungen wünschen? Also Verbesserungen kann ich gar nicht sagen. Ich finde das Spiel so, wie es ist, wirklich gut. Kann ich... Oh, cool. Kann ich irgendwie jetzt den Flammenwerfer hier vielleicht abschrauben? Wahrscheinlich kriege ich noch meinen eigenen Flammenwerfer irgendwie, oder? Naja, also Verbesserungen ist da das falsche Wort, aber was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist für einen Nachfolger, dass man quasi so ein bisschen auch in der Videospielgeschichte einen kleinen Schritt nach vorne geht und dass vielleicht die ruhig noch weiterhin so einen Retro-Stil und so weiter alles hat und auch diesen kriseligen Filter und diese Texturen und diesen Charme, aber vielleicht die Modelle ein bisschen modernisieren, aber nur ein bisschen. Und das Ganze wirklich in eine Schulterperspektive, in einer Third-Person-Schulterperspektive umbauen. So einen gruseligen Vergnügungspark wirklich mit Schulterperspektive erkunden, ist gleich schon nochmal eine ganz andere Stimmung wie so Top-Down, finde ich, ne? Okay. Ich weiß nicht, was das Grüne ist, aber das ist definitiv neu, oder? Aha, es ist eine Giftgasfalle. Na, wunderbar. Bin ich jetzt vergiftet? Ja, ich habe ja Gegengift zum Glück ein bisschen. Ja, ich finde das mit der Story immer schwierig. Man könnte natürlich irgendwie auf dem aufbauen oder weiterspinnen oder ne Vorgeschichte oder was weiß ich was. Aber das finde ich immer schwierig, weil letztendlich ist das halt jetzt so eine Original-Story und da ist man relativ frei in dem, was man schreiben kann. Und wenn man dann versucht, darauf aufzubauen, dann, na, weiß man nicht. Aber, keine Ahnung, in dem Universum, in dem Mythos, der hier aufgebaut ist, könnte man ja definitiv was machen.
So, wir haben jetzt eine Maske. Theater? Ich wüsste nicht wo und wie und was, ehrlich gesagt. Aber eine Maske passt zum Theater thematisch, ne? Deswegen gehe ich da jetzt noch mal rein. Aber da brauchen wir sicher irgendeine Flüssigkeit, die wir ihr aufsetzen. Ich werde jetzt wahrscheinlich weder den Edelstein... Ah, die Kette haben wir aber auch behalten. Könnten wir die Kette für irgendwas brauchen vielleicht? Oh, da ist auch ein neuer Gegner. Okay, wir haben jetzt anscheinend, da wir das gelöst haben, jetzt eine neue Welle von Gegnern ausgelöst. Könntet ihr euch erinnern, wo irgendwas mit einer Maske mal war? Neptuns Palast brauchen wir einen Dreizack. In der Spielhalle brauchen wir einen Silberschlüssel. Was brauchen wir im Verlies? Das weiß ich nicht. Gehen wir mal ins Verlies. Oh, in der Future Zone ist jetzt auch ein Monster, aber da wollte ich gar nicht hingehen. Okay. Alisa habe ich auch gespielt mal. Privat habe ich mir das angeguckt. Das fand ich auch vom Stil her und so weiter ganz cool. Ich mochte auch dieses Resident Evil 4-mäßige Loot-Level-System so ein bisschen, ne? Dass man Geld verdient, Zahnräder, wenn man die Monster zerschießt und dafür kann man sich neue Outfits und Waffen kaufen und so weiter. Das war cool, aber ich mochte nicht, dass es so viele unsterbliche Gegner gab und so Fallen, wo man dann auch instant stirbt und so. Das hat mich dann leider ein bisschen genervt. Da lang geht's ins Verlies. Ja, aber im Theater war ich ja gerade. Also, dass jetzt überall diese Gasfallen liegen, da bin ich kein Fan. Die nerven mich. Ah, das Verlies. Aber warte mal, im Verlies brauchen wir, glaube ich, definitiv eher den Computer. Das ist die Computerdiskette, ne? Wahrscheinlich, damit wir die ganzen Zellen öffnen können. Und wenn wir die Computerdiskette haben und die Zellen öffnen können, dann kriegen wir Säure. Und die Säure füllen wir dann in den Wassertank, um die Meerjungfrau zu schmelzen. Und dann gucken wir mal weiter. Aber aktuell... Okay, wartet mal. Verschlossene Türen. Das ist jetzt noch ein guter Anhaltspunkt. Jetzt passt mal auf. Es fällt mir gerade so ein, was, wenn die Maske ein Schlüssel ist? Wenn das gar nichts mit einem Rätsel zu tun hat, sondern wir irgendeine Tür mit der Maske öffnen können. Ich könnte mich jetzt nämlich gerade nicht erinnern, dass es eine Maskentür gab, aber war nicht doch irgendwo da vorne ums Eck was mit Gesichtern oder so? Ja, da war was mit Gesichtern, ganz genau. Guckt. So. Ja. Witchwood. Okay. Okay. Türen, nicht nur Rätsel, auch verschlossene Türen. Wow, okay, das ist voll nice. Guck mal, diese klobige Pixelgrafik wird jetzt hier plötzlich durch den Wind sehr dynamisch. Wie ihre Haare und ihr Kleid wehen, ist irgendwie ein geiler Effekt. Weil normalerweise von so... Oh Gott, da ist irgendeine Falle an der Decke. Ja, genau. Weil normalerweise erwartet man von so einer Pixelgrafik, finde ich zumindest, dass das alles sehr statisch ist. Und das ist irgendwie schön. Ein Podest aus Stein. Symbol, das wie ein Wirbel aussieht. Ah, ich verstehe. Okay, und jetzt sind alle Augendinger verschwunden.
Alles klar, dann lassen wir jetzt mal den Stern verschwinden. Nein, 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 nein. Passt schon. Stern. Hey, ich war neulich ein bisschen enttäuscht. Ich fand das sehr diskriminierend, als ich mal geguckt habe wegen Legoland. Weil ich mir gedacht habe, man könnte ja vielleicht mal wieder ins Legoland schauen. Und man darf als Erwachsener nicht ins Legoland. Man darf als erwachsene Person ohne Begleitung von Kindern nicht ins Legoland. Ich wollte mir das ja nur mal nochmal anschauen, so. Keine Ahnung. Warum darf ich nicht ins Legoland? Ich habe einen Welpen. Zählt das auch? In The Big Bang Theory durfte Sheldon immer ins Legoland. Warum würden die solche Lügen verbreiten? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Machen wir nochmal... Ach nee, warte mal. Den Wirbel machen wir mal. Es gibt irgendwie so Erwachsenenabende, aber irgendwie nur... jeden zweiten Dienstag 18 bis 20 Uhr oder irgendwie sowas. Wirklich komisch, oder? Ich finde das schon eine seltsame Regelung. Weil ich meine, ich tu doch nichts, nur weil ich als Erwachsener da hingehe. Ich tu doch keinem weh dadurch. Ja, vielleicht muss ich mir mal irgendwie Neffe und Nichte ausleihen. Dann schauen wir mal, ob man das mal nochmal besucht. Nanu, was haben wir denn hier? Ah, eine Flasche, die ich kaputt machen muss. Okay. Ich meine, Pistolenmunition kann man sich immer wieder aus dem Auto holen, ne? Das ist wirklich eine endlose Ressource in dem Spiel. Da muss man eigentlich nicht sparen. Hallo, Dingeling. Dingelingeling. Sieht aus wie ein Hexenkessel. Er ist voller schmutzigen Wasser und stinkt. Eigenartig warm. Oh Gott, fallen wir jetzt da rein? Am Boden spüre ich etwas. Ah, ein Dreizack. Ja, ich mag das. Oh, shit. Das mag ich jetzt nicht so gern. Ich höre Schritte. Hat sich jemand gemerkt, wie wir hier rauskommen? Oh Gott. Du hast keinen Kopf mehr. Du solltest bitte sterben. Creepy shit. Creepy shit. Ist ja richtig gut. Auch dieser Soundtrack, ne? Gefällt mir. Find ich voll super, ehrlich gesagt. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, wir haben den Dreizack. Ne, jetzt fällt wirklich ein Puzzlestück ins andere. Jetzt ab in Neptuns Palast. Auf zu Neptuns Palast. Und dann schauen wir mal, dass die Krokodile uns alle anschauen. Okay, hier sind wieder creepy Gegner. Ich ignoriere die. Warte mal, war der da schon immer? Oh, danke. Oh Mann, ey. Warum? Ich verstehe ja, dass irgendwie Leute zu Monster mutiert sind. Ist schön und gut, meinetwegen. Aber warum ist da ein Automat, der mir Gift ins Gesicht sprüht? Den muss irgendjemand da installiert haben. Nein! Wo kommen die jetzt plötzlich her? Wer geht hier durch den Park und installiert giftsprühende Pinguinköpfe? Kann ich die auch kaputt machen? Huh. Wie mache ich das jetzt mit dem Dreizack? Ich kann den jetzt nicht hier verwenden, hier eigentlich. Ah, ich brauche die nur im Inventar, glaube ich. Muss die nicht reagieren, anstupsen. Und jetzt singen sie alle vier. Nee, der singt noch nicht. Sing für mich! Los geht's! Okay.
Und wir kriegen den Silberschlüssel. Holy. Der Silberschlüssel, apropos Holy. Prost. Ich brauche ein neues Getränk. Zeit für Holy Honigmelon-Eistee. Okay, mit dem Silberschlüssel können wir jetzt sehr viele Türen öffnen. Kennst du noch Playmobil? Ja klar, Playmobil habe ich früher auch. Ich hab sowohl... Es gibt ja immer so die Diskussion, warst du ein Lego- oder ein Playmobil-Kind? Ich war beides. Ich hatte einfach Lego und Playmobil. Und ich habe teilweise sogar gleichzeitig mit Lego und Playmobil gespielt, aber eigentlich sehr ungern, muss ich sagen. Das habe ich nur sehr selten gemacht. Da waren dann meistens die Playmobil-Figuren manchmal so Monster in meiner Lego-Welt vielleicht, wisst ihr. Aber ich finde, Playmobil und Lego mischen ist schon... funktioniert nicht so gut. Aber gut. Nee, heute spielen wir, glaube ich, in nichts anderes wahrscheinlich. Habe ich zumindest jetzt nicht geplant. Ich wüsste nicht, dass es ein Playmobil-Land gibt. Ich glaube, Playmobil war nie so erfolgreich wie Lego. Ah, ich kann die töten. Das ist gut. Ja, super. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Natürlich sind hier überall Supermonster und alles ist nervig. Warum auch nicht? Oh, ich kann nicht so tief zielen. Das ist ein bisschen dumm. Oh, keine Munition mehr. Na, wunderbar. Ich wollte aber sowieso zum Auto gehen. Weil mit dem Silberschlüssel können wir jetzt nicht nur... Hey, überall sind diese giftspuckenden Krähen jetzt. Das finde ich ja mal mega nervig. Ja, wunderbar. Hallo, jetzt geht's aber ab hier. Ich habe das Spiel gerade noch so dafür gelobt, dass es so sparsam mit Monster umgeht und die so selten auftauchen. Jetzt kommen leider ein bisschen viel. Finde ich persönlich schade. Ich verstehe schon, dass das so eine Eskalationsstufe auch ist. Das ist auch in Ordnung. Aber mir hat es besser gefallen, als das alles noch ein bisschen sparsamer war. Ein Schuhkarton an Natalie. Das ist die Tochter von ihm, die auch hier irgendwo ist. Alles Gute zum 17. Geburtstag. Papa X. Geheimnis gefunden. Laufschuhe. Das sind Laufschuhe. Genau meine Größe. Anziehen. Ha, jetzt haben wir wirklich andere Schuhe an. Meine alten Schuhe, sie sind schick und stabil. Ist das rein kosmetisch oder... können wir schneller laufen mit den Laufschuhen. Aber sowas von. Wir driften auch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Aber mit den Laufschuhen sind wir, wow, so schnell. Aber ein bisschen wie auf Eis. Ein bisschen wie auf Eis, zumindest beim Schnelllaufen. Aber das finde ich lustig. Finde ich sehr cool. Okay, cool. Haben wir Laufschuhe. Guckt, und deswegen sind Indie-Spiele so geil. Deswegen sind Indie-Spiele so cool. Weil in einem modernen AAA-Spiel gäbe es auch Laufschuhe, aber die müsste man im Shop für 1,99 kaufen als DLC. Genau das gleiche. Aber da sitzt dann irgendwer in irgendeinem Büro, der keine Ahnung von Videospielen hat und noch nie selber eins gespielt hat und sagt, Laufschuhe als Bonus-Item. Kann man das monetarisieren? Können wir da ein Preisschild dranhängen? Let's go. Und dann gehen die Entwickler traurig raus und denken sich, na super, jetzt müssen wir unser Spiel schlechter machen wegen dem. Und dann lehnt er sich zurück und sagt, ich liebe meinen Job. So stelle ich mir das vor.
Videospielentwicklung allgemein, stelle ich mir so vor, glaube ich. Man macht ein Spiel, das man liebt, das man gut findet. Und irgendwelche Leute... Nein, ich habe versehentlich eine Granate geworfen. Und irgendwelche Leute treffen Entscheidungen, die dein Spiel schlechter machen. Weil die dir Geld geben, musst du dich dran halten. Und dann kommen sie sich cool vor, weil sie Geld für die Firma verdienen. Aber alle wissen, dass es dadurch schlechter wird, einfach nur. Dammit, ich dachte wirklich, ich könnte, wenn ich nah dran bin, den vielleicht mit einem Schuss töten. Naja, benutzen wir den Silberschlüssel. Ach, es gibt sogar einen Playmobil-Funpark. Dann nehme ich alles zurück. Oh, oh! Okay, mir geht jetzt gerade ganz schön die Munition aus Spiel. Eine Plüschkrähe. $5.15. Ich höre mindestens noch einen Gegner da hinten ums Eck. Oh Gott. Ein Kanister Benzin. Ja, wenn ich jetzt mal einen Flammenwerfer finden würde, das wäre schon schön. Lass mich raten, ich muss die Krähen dem Preis nach drücken oder irgendwie sowas. Ein kleiner Pilzjunge. Ah, Pilzmagier wird mir einen Wunsch erfüllen. Was ist dein Wunsch? Bitte, du möchtest die Kapazität deiner Schrotflinte erhöhen? Wenn du meinst, Wunsch erfüllen. Kapazität erhöht. Na gut, ich wollte jetzt ehrlich gesagt den einen Gegner dann nicht mit meiner Schrotflinte töten. Und ich will... Oh! Und dann verschieße ich auch noch einen Schuss. Ich hasse mich. Aber ich kann mich hier nicht in Ruhe umsehen, wenn ich jetzt nicht schnell zum Auto zurückgehe, leider. Und nochmal Munition hole. Für die Pistole. Mit den Laufschuhen geht's ja schnell. Meinst du das Pen-and-Paper-Rollenspiel? Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Es gibt ja da mehrere. Es gibt ja auch so Brettspiele und sowas. Eins davon habe ich sogar hier, aber habe es auch noch nie gespielt. Ich meine, in Resident Evil 7 kriegt man auch Laufschuhe, aber nur, wenn man das Spiel einmal durchspielt, ne? Das ist nochmal, ja, okay. Ich glaube, die kann man wahrscheinlich auch im Shop kaufen, aber so gedacht ist es, dass man die freispielt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man die im Shop kaufen kann, aber in den neueren Resident Evil Spielen ist es ja eigentlich immer so, dass man alles entweder freispielen oder kaufen kann. Also, Geschenke für Natalie. Erstens, Gruselgebirge, Plüschspielzeug. Zweitens, klassische Crow Country Gummifigur. Drittens, Märchenstadt Plüschfigur. Okay, Grusel, klassisch Märchen. Danke, nimm dir einfach den Gesamtpreis, ich gebe dir dann das Geld, Edward. Also, das sieht aus wie eine klassische Krähe, oder? Ohne irgendwas. Das ist wahrscheinlich Gruselgebirge. Und was war das andere? Märchenstadt. Ist das... Aber das mit dem Dreizack ist eher Unterwasserstadt, oder? Gibt es noch eine andere Krähe hier? Eine Märchenstadtkrähe? Kleine Plastik mit dem Kürbiskopf. Kleine Plastikkrähe. Kleine Plastikkrähe mit Dreizack. Mit Feenflügel. Okay, ich glaube, ich hab's. Jetzt passt mal auf. Also, wir haben einmal 4,25.
für die Feenflügel. Einmal die normale Krähe für 4 Dollar. Es sind ja auch keine Feenflügel dabei. Die kosten scheinbar 25 Cent. Und der Kürbiskopf ist besonders teuer. Da haben wir 4,40. Das heißt, der Gesamtbetrag ist 12,65. Okay. Dann gebe ich das mal in die Kasse ein. 1, 2, anscheinend ohne Komma. 6,5. Oh, Dann vielleicht doch die großen Kuscheltiere. Aber hier haben wir halt... Ah, die hat Feenflügel. Alles klar. Dann sind es die großen. Das habe ich nicht gesehen, dass die Feenflügel hat. Dann haben wir 6,15. Ich habe vorgestern zum ersten Mal Fallout Shelter als kleines Kartenbrettspiel gespielt. Ah, okay. Das ist ja interessant. Ich meine das Pen and Paper. Ich habe in deinem Discord dazu eingeladen, dass man mit mir spielen kann. Ich leite auf einer Online-Con das Fallout PMP. Ah, okay, das klingt ja schon cool. Ich hätte auch tatsächlich voll Bock auf Pen and Paper, aber ich habe leider echt die Zeit meistens nicht dafür. Ich denke mir echt immer, wäre das cool. Aber es klappt zeitlich einfach nie. 5,15. Okay. Dann zählen wir das nochmal schnell zusammen. Da haben wir dann 16. Ja, genau. 16,80 müssten das dann sein. Moment mal, es gibt keine Null. Alle Codes haben immer Nullen, aber es gibt keine Nullen. Habe ich mich verrechnet? Spinne ich? Nee, eigentlich nicht. Grusel, klassisch, Märchen. Ah! Meine Güte, man sollte ein bisschen genauer lesen. Jetzt passt auf. Grusel, Plüsch, Spielzeug. Grusel, Plüsch, Spielzeug. Ich mache jetzt alles einzeln. Das Grusel-Plüsch-Spielzeug, die Plüschkrähe, kostet 5,50. So. Dann haben wir klassische Gummispielfigur. Was ist die Gummispielfigur? Das ist die Gummispielfigur. Eine Gummikrähe. Ist auch gleich die normale. Haben wir gleich die richtige erwischt. 10 Dollar. Oder? Das ist wahrscheinlich irgendeine mit, genau, mit Dreizack. Und die Spielfigur Märchen. Aha, okay, dann haben wir es doch. Oh, kann ich mir das T-Shirt hier anziehen? Nee, schade. Kleine Plastikkrähe. Nee, die hier. 4,25. So, das müsste jetzt stimmen und da kommt das Endergebnis auch mit einer 5 raus. Ich finde es trotzdem interessant, dass die Registrierkasse keine 0 hat, ne? Weiß nicht, ob das so klug ist. Aber gut. Dann sind wir jetzt bei 75, 19. 19, 75. Na also. Und dann kriegen wir einfach die Magnum. Okay. Das finde ich gut. Haben wir nur 3 Schuss, werde ich sparsam damit umgehen. Aber wir kriegen hier die Magnum. Das ist jetzt auch gleichzeitig ein bisschen schade, weil ich hätte gehofft, dass es hier weitergeht. Aber hey, wir haben hier, das ist ja der Silberschlüssel, ne? Ich bin ja blöd. Wir haben noch 100 andere Sachen, die wir uns anschauen können jetzt. Oh, ich würde, glaube ich, auch eine Plüschkrähe nehmen. Ich würde, glaube ich, auch am ehesten eine Plüschkrähe nehmen. Weil was will ich mit irgendeiner Gummifigur oder irgendeinem Spielzeug? Steht auch nur blöd rum. Aber so eine Plüschkrähe? Ich finde das Spiel so gut. Ich würde so eine Plüschkrähe vielleicht kaufen. Ich würde nicht extra die im Internet bestellen. Aber wenn ich jetzt auf der Gamescom wäre und Crow Country hätte im Indie-Bereich einen kleinen Stand, wo man Plüschkrähen kaufen kann, dann würde ich sagen, ey, komm, gib mir eine Plüschkrähe. Ist ja voll witzig, voll cool.
Ich glaube, das würde ich machen. Also, im Verlies brauchen wir die Computerdisk. Im Theater brauchen wir Säure. Crows Büro steht unter Strom. Wir können in den Meeresbereich gehen. Da gibt es gleich mehrere Türen, die wir jetzt eventuell mit dem Silberschlüssel noch öffnen können. Let's go. Ich weiß nicht, ob ich nicht die Feenkrähe nehmen würde, weil ich einfach irgendwie die Idee, dass man einer Krähe, die ohnehin schon ein Tier mit Flügel ist, Flügel anklebt, irgendwie so albern finde. Das gefällt mir. Habe ich jetzt... Nein! Oh mein Gott, das macht mich gerade so wütend, dass ich am liebsten neu starten würde. Ich habe gerade... Das war jetzt wirklich einfach wegen einer beschissenen Hitbox. Wegen einer beschissenen Hitbox habe ich jetzt zweimal auf den Anker geschossen, statt auf das Monster. Das macht mich wütend. Wenn das jetzt nicht funktioniert hier. Ja, hat Schaden bekommen, ein bisschen. Okay, gut. Das tröstet mich jetzt ein bisschen drüber hinweg, aber ich muss schon sagen, das war jetzt frustrierend. Das war jetzt frustrierend. Okay, warte mal, aber gleich hier ist eine Tür, die ich eventuell öffnen könnte. Nur für Mitarbeiter. Bewegt sich nicht. Keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Okay, gut. Dann gehen wir geradeaus. Da ist, glaube ich, die Gifttür. Ja, erstmal ist hier noch ein Monster. Keine Munition mehr. Magnum-Munition oder Granate verschwenden, ne? Beides irgendwie köstlich wertvoll, aber gut. Ich wollte gerade sagen, explodiert zu spät das Ding. Aber hat noch gereicht. Was war das gerade? Ach, das Ding ist geplatzt. Okay. Okay, versuchen wir mal die Tür. Funktioniert nicht. Goldenes Schloss. Aha. Was ist eigentlich das für eine Tür? Große Metalltür. Bewegt sich nicht. Gott sei Dank. Das Spiel ist schon nett wenigstens, ne? Dass es einem schon immer so ein bisschen das Notwendigste wenigstens so hinwirft. Ach, guck mal. Eine Pistolenkugel tausche ich gegen 8. Das ist doch ein guter Deal. Ich glaube, das Gegengift kann ich jetzt auch wieder mitnehmen, weil mich die Krähenköpfe oft genug vergiftet haben. Ah, und Schrotflintenmunition. Danke. Das Spiel versorgt mich wieder ein bisschen. Gib mir auch die 2 verlorenen Schuss wieder. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob man Schrotflintenmunition kriegen kann. Okay, tatsächlich kann ich jetzt hier keine Tür öffnen, aber es gibt ja noch im Mitarbeiterflur diese eine Tür da. Ansonsten haben wir dann aber tatsächlich alle durch, ne? Ich hätte irgendwie in meinem Kopf war so von wegen so, wow, wir können jetzt alle Türen im Universum öffnen. Ah, Moment mal. Spielhalle. Da brauchten wir auch den Silberschlüssel nämlich. Ich will hier drin immer den Lichtknopf, ne, den Taschenlampenknopf drücken, weil es so dunkel ist. Im Inneren ist ein Knopf. Den drücken wir. Und es geht an. Yeah. Okay, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was hier das Rätsel war. Aber ich habe mir eine Kombination aufgeschrieben irgendwo. Dachte ich. Okay, erst... Dolphin Dash. Neptune's Wrath. Shark Shooter. Greifarmautomat. Super, Dank. Ah, Mermaid. Okay, das Mermaid Quiz. Jetzt passt auf. Erst mache ich 2-mal das Mermaid Quiz aus irgendeinem Grund. Wie viele Menschen leben ungefähr auf der Erde?
Ich glaube, 7 Milliarden. Oh, das war falsch. Wirklich? Wie viele Menschen leben denn nicht? Ich dachte, es sind 8 Milliarden, aber das konnte ich gar nicht auswählen. Aus 8,16 Milliarden. Ah, 2024. Aber das Spiel spielt 1990 irgendwas, ne? Ha, aber warte mal. ...1990 waren es 5 Milliarden. Wäre das die Antwort gewesen? Das ist cool. Da habe ich nämlich überhaupt nicht dran gedacht. Welches ist das höchste Gebäude der Welt? Ist es das Empire State Building, zumindest 1990? War das World Trade Center höher? War es das Chrysler Building? Ich weiß ja überhaupt nichts. Machen wir weiter, Meerjungfrau. Welcher Film war der umsatzstärkste Film aller Zeiten? E.T., Star Wars, Jaws, The Godfather. Ich sag E.T. Ja, endlich! Wie viele Länder gibt es in Europa? Oh Gott. Pff. Ich sag einfach mal 30. Nee. Ach, und dann verliere ich wieder einen Punkt. Wie viele Planeten gibt es? Zu der Zeit hat Pluto noch dazu gezählt. Das hilft mir aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht weiter, weil ich kriege nicht alle zusammen. 8, 9. Welche Nahrungsgruppe sollte man jeden Tag am häufigsten essen? Obst, Gemüse. Ah, doch. Obst, nee, warte mal, oder? Obst, Gemüse. Auch falsch. 9, mit Pluto, oder? Warum sind die Dinosaurier ausgestorben? Orkan, saurer Regen, gestiegener Meeresspiegel, Vulkanausbruch. Hä? Ich dachte, es war ein Asteroid. Dann nehme ich den Vulkanausbruch. Ja? Moment mal. Ich meine, ich weiß, dass es verschiedene Theorien gibt und so weiter, aber ich dachte echt, der Asteroid ist immer noch... Also meiner Wahrnehmung nach war das lange eine Theorie. Kurz wurde das angezweifelt, aber jetzt ist es, glaube ich, wieder die gängige Theorie, warum die Dinosaurier ausgestorben sind, oder? Warum sind die Dinosaurier ausgestorben, Google? Vulkanausbrüche. Sie gehen von mehreren starken Vulkanausbrüchen aus. Große Mengen Lava bedecken das Land, Giftstoffe und so weiter und so fort. Okay, okay. Ist das schon wieder nochmal neuer? Auslöser war sehr wahrscheinlich ein Asteroidenausschlag. In Mexiko. Ja, genau. Ich finde hier tatsächlich unterschiedliche Informationen dazu. Asteroideneinschlag vor 66 Millionen. Man geht von starken Vulkanausbrüchen aus. Ein Asteroid. Ja gut, keine Ahnung. Ja, es gibt halt Theorien, ne? Aber okay. Welche Bereiche der Zunge ist dafür zuständig, Süßes zu schmecken? Oh... Das sind alles so, weißt du, das hat man mal in der 5. Klasse Biologie gelernt, ne? Der hintere Bereich. Ich glaube, die Spitze. Wenn ich so drüber nachdenke einfach. Warte, ich trinke mal einen Schluck, Holy. Ich kann es nicht mal sagen. Ich würde sagen, an den Seiten am ehesten, oder? Die seitlichen Bereiche würde ich jetzt tatsächlich sagen. Nein, aber meine Zunge sagt mir, dass es so ist. Warum sollte meine Zunge mich belügen? Okay, dann machen wir mal 8 Planeten. Gut.
Wie viele Länder gibt es in Europa? Dann versuchen wir mal 32. Nix. Aber wiederholen wir uns. Wie viele Menschen leben ungefähr auf der Erde? Okay, ich habe es vorher gerade gegoogelt. Wie viel waren es in den 90ern? 4 Milliarden. Nein, dann 5. Okay, beim nächsten Mal wissen wir es. Also, Dinosaurier waren Vulkanausbrüche. Nahrungsmittel sollte man am häufigsten essen. Wenn es nicht Obst und Gemüse ist, dann ist es wahrscheinlich Getreide. So. Wir haben 2 Punkte. Ich muss jetzt aufhören. Wir brauchen 2 Punkte bei der Meerjungfrau. Jetzt brauchen wir beim Delfin 2 Punkte. Stopp. Das war leichter. Sehr viel leichter. Und jetzt brauchen wir beim Boot 2 Punkte. Steerboat. Spielen wir mal. Okay. Und jetzt brauchen wir bei der Pistole 8 Punkte. Hey, ich finde das voll geil, dass man hier die Spiele wirklich spielen darf und dass die auch noch irgendwie, weißt du, das ist schön gemacht irgendwie. Ich schätze mal, mit Pistole meinen sie Sharkshooter. Das ist ein Fisch. Soll ich auf den schießen? Oder schieße ich nur auf Haie? Oh, nicht auf Totenköpfe schießen. Ich verstehe. Wie viel brauche ich? 8 Punkte. Okay. Oh, come on. Ach, da ist jetzt gerade ein Totenkopf gespawnt direkt über dem kleinen Fischchen. Cheater-Spiel hier. Gemeinheit. Und einen brauchen wir noch. Okay. Und was jetzt? Jetzt haben wir Punkte. 2, 2, 2, 8 Punkte. Ich schreibe mir jetzt mal auf, dass ich 2, 2, 2, 8 Punkte habe. Vielleicht ist das irgendwie für irgendeinen Save oder so wichtig. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum ich das jetzt in der Reihenfolge so hätte machen sollen, aber irgendeinen Grund hatte das. Die Delfin-Punktzahl sollte das Doppelte der Meerjungfrau betragen. Ach so. Dann brauche ich beim Delfin vielleicht 4 Punkte. Die Boot-Punktzahl, das Doppelte Delfin, 8. Die High-Punktzahl, das Doppelte der Boot-Punktzahl. Okay, da muss ich nochmal gucken. Wenn das so ist, dann brauche ich wahrscheinlich 2, 4, 8 und 16. Machen wir das mal. Ist das eine Art Gleichung? Naja, gut. Also Meerjungfrau einmal 2, das haben wir jetzt gemacht. Dann gehe ich jetzt mal nochmal zum Delfin und schau mal, dass wir da 4 Punkte zusammenkriegen. Gut. Jetzt gehe ich zum Boot und schau, dass wir da 8 Punkte kriegen. Boot, Boot, Boot. Oh, das war blöd. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Und jetzt gehe ich zum Sharkshooter und schaue, dass wir dann noch auf 16 kommen. Nur kein, ich habe, weißt du, es ist eh wurscht. Ich habe keinen Zeitdruck. Die Fische können ruhig vorbeischwimmen. Ich muss mich nicht stressen. Ich darf nur nicht auf Totenköpfe schießen. Das ist meine einzige Aufgabe. Wenn so ein Fisch wegschwimmt, scheiß drauf. Hauptsache nicht auf Totenköpfe. 13, 14, 15, 16. Okay.
Jetzt sind wir bei 2, 4, 8, 16, ne? Ja, muss ich mir eigentlich gar nicht aufschreiben, weil das sind nur die Punkte, die wir gemacht haben. Und was jetzt? Da ist etwas im Münzeinwurf. Aha! Die Security-Karte. Ja, Aura wegen 1, 2, 4, 8. Ich habe vorher irgendwo eine Tafel gesehen, auf der war eine Meerjungfrau aufgezeichnet und dann stand da 1x2 und dann Delfin 2x2, ein Boot 4x2 und eine Pistole 8. Und ich dachte, das ist, weißt du, ich dachte erst, das ist so eine Reihenfolge. Ich muss erstens 2 Punkte bei der Meerjungfrau, zweitens 2 Punkte beim Delfin. Aber das war wahrscheinlich einfach wirklich, ich hätte es multiplizieren sollen, weil dann kommen wir genau auf 2, 4, 8, 16. Deswegen nicht 1, 2, 4, 8. Aber jetzt, wo wir das haben, will ich mal die anderen Spiele hier noch versuchen. Ach so, Crow Country überraschend geschlossen. Obwohl die Besucherzahlen des örtlichen Freizeitparks Crow Country zuletzt gesunken waren, war eine drohende Schließung dennoch kaum abzusehen. Gestern wurden zahlreiche wütende Besucher jedoch abgewiesen, als sie die Tore des Parks verschlossen vorfanden. Nun wird viel spekuliert, was die Hintergründe dieser plötzlichen Entscheidung sind. Vielleicht hängt sie mit dem Elaine-Marshall-Vorfall zusammen, über den wir vor 2 Wochen berichteten. Besitzer Edward Crow äußerte sich so: Es hat nichts mit dem Marshall-Vorfall zu tun. Wir schließen den Park lediglich für Renovierungsmaßnahmen. Aber warum konnten die Besucher dann Eintrittskarten für diese Woche buchen? Was ist da los, Mr. Crow? Ich glaube, er funktioniert. Okay. Holen wir uns ein Krähenkuscheltier. Und wetten, das funktioniert jetzt einfach immer. Das passiert jetzt einfach immer bei jeder. Ich trau mich wetten. Ich versuch's jetzt nochmal. Leute, wir müssen da jetzt durch. Ich will das jetzt bei jeder einzelnen Krähe versuchen. Für den Fall, dass da doch eine dabei ist, bei der ich wirklich was kriege. Aber ich schätze mal, der Gag ist, dass man hier einfach nichts gewinnen kann. Wie das halt so ist bei so Greifarmen. Die das dann einfach so plötzlich leider fallen lassen. Obwohl sie es so gut hatte. Es ist mysteriös, wie diese Geräte immer so funktionieren, ne? Hatte man das Ding vielleicht doch nicht so gut, wie man dachte im Greifhaken. Oh. Knapp. Okay, nochmal. Okay, jetzt bin ich wirklich ein bisschen schief dran. Ich gebe es zu. Einen haben wir noch. Versuchen wir mal noch den einen da in der Mitte. Ah, der ist jetzt ziemlich perfekt. Ja, okay. I guess es funktioniert nicht. Bei keinem. Schade. Hier haben wir noch einen Wahrsageautomaten. Basketball können wir noch ein bisschen werfen. Oh, viel zu stark. Nochmal. Wir können uns ein bisschen am Schatten von dem Ball orientieren. Achtung. Ich muss viel kürzer laden. Ja, das war zu wenig. Ja! Im Grunde, sobald ich den Schatten sehe, sobald der weiße Streifen wieder oben kommt. Und dann machen wir hier 100 Punkte. Wir räumen den Laden leer jetzt hier. Ich habe hier... Oh, dammit. Ich habe zu viel angegeben. Ja, genau. Wieder gucken wir in Fallout 4. Okay. I guess. Das bringt uns jetzt aber auch nicht weiter. Okay, dann haben wir jetzt hier alles erledigt. Spielhalle hat jetzt auch tatsächlich
Kreis mehr. Wir haben jetzt die Speicherdiskette. Und mit der können wir jetzt zwei Dinge machen. Wir können im Verlies die Säure holen und wir können bei der Eisenbahn noch was machen. Das ist gut, weil bei der Eisenbahn können wir auch speichern. Deswegen gehen wir jetzt zur Eisenbahn zurück. Warte mal, war da gerade eine Flasche, die ich zerschießen kann? Nee, habe ich mir eingebildet. Computer. Diskette verwenden. Lokomotive A, B, C, D. Keine Ahnung. Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Ja, nee, irgendwie nicht. Arabelle Bernadette. Aha, wartet mal ganz kurz. Ich habe eine Theorie. Arabelle und die Laila. So. Und die Laila ist blau. Jetzt muss ich noch mal kurz die andere anschauen, aber ich glaube, ich habe dann das Rätsels Lösung. Genau, dann ist die Antwort A, D, B, C. Wahrscheinlich. A, D, B, C. So ist nämlich der Zug hier. Das ist A, D, B, C. Aber irgendwie passiert nichts, ne? Doch, aber müsste schon stimmen. Die waren schon immer offen, oder? Baumeister, Herbstkind, Maulwurf. Weil guck mal, ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Ist da eine Granate auf der Lok? Ja. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich dachte, das gehört dazu. Aber jetzt guck mal. Wenn ich hier drauf drücke, dann heißt es hier, bla 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 bla, dass diese vorzügliche Dampflok vereint die Designstile Arabella und Bernadette. Und jetzt schauen wir uns die an. Da haben wir eine gelbe Lok, Arabella und Bernadette, ein roter Waggon, wieder oben. Und wenn wir hier gucken, dann haben wir hier Arabella, wieder das gleiche, und die Laila. Arabella ist wieder die gelbe Lok. Ne, ist eine rote Lok. Dann stimmt meine ganze Theorie nicht. Damn it. Nee, dann weiß ich's nicht. Gibt's das auch für PS4? Ich schau mal ganz kurz. Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal, aber vielleicht bringe ich's durcheinander. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ja. Gibt's für PS5, PS4, Xbox Series X und S und Microsoft Windows. Gibt's wirklich für alles. Eine Steam-User-Score von 10 von 10, IGN Deutschland 9 von 10,
sehr verdient. Ist wirklich ein großartiges Spiel. Finde ich großartig, dass das so gut auch bewertet wird. Absolut zu Recht. Okay, aber jetzt muss ich hier nochmal kurz nachdenken. Jetzt überlegen wir mal gemeinsam. Jetzt guck mal, wir haben hier eine Lok mit den Farben Gelb, Blau, Rot, Grün. Orion's Odyssey. Beste Dampflok vereint alle vier Designstile. Im Krieg wurde sie von der Armee benutzt. Alle vier Designstile. Hier haben wir jetzt Arabella Bernadetta. A, B. Ich muss das mal umdrehen, ich habe keinen Platz mehr. Also A und B. Arabella Bernadetta. Oder Dette. Und da kommt jetzt ein Zug mit einem gelben, mit einer gelben Lok und einem roten Waggon. Jetzt hätte ich gesagt, A ist gelb, B ist rot, ne? Aber wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann haben wir hier die Designstile Arabella und Delilah vereint. Und dann kommt plötzlich eine rote Lok mit einem blauen. Ist vielleicht Arabella einfach auch rot? Kann das sein? Kann das sein, dass Arabella sowohl rot als auch gelb ist? Kann das sein, dass das Rätsels Lösung dann quasi... Wartet mal, dass das Rätsels Lösung A... Nee, warte mal, Quatsch. Doch, gelb ist A, genau. Blau ist dann D. Rot wäre dann... Wartet mal. Rot ist D. Ah, okay, wartet. Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Es geht nicht um die Farben, sondern die Anordnung der Fenster und Türen. Ah, das ist auch eine gute Idee. Da könntest du auch recht haben. Da könntest du tatsächlich auch recht haben und die Farben sind gar nicht wichtig. Das ist auch ein guter Punkt. Jetzt will ich noch mal kurz was wegen den Farben schauen. Weil wir haben hier gelb-rot. Und hier haben wir... Ja, okay. Ich glaube jetzt, warte, jetzt muss ich aber nochmal wegen den Farben gucken. Also, wir haben hier A und B. A und B. A und B. Und wir haben Rot und Gelb. Und hier haben wir A und D. Und wir haben Rot und Blau. Demnach müsste A rot sein. B gelb, D blau. Dann hätten wir den Code B, D, A und dann wahrscheinlich C. Ich versuche das mal. Aha, ich habe eine Klappe gehört. Ja, das war richtig. Flammenwerfer. 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 Dafür haben wir auch viel Munition. Schon die ganze Zeit fleißig gesammelt. Sehr cool. Hallöchen. Okay, dann geht's doch um die Farben. Aber das mit den Designs ist eine gute Idee. Vielleicht versuche ich es nochmal kurz, ob wir auch an den Designs was unterscheiden können. Weil es kann ja sein, dass hier zwei Rätsel in einem sind, ne? Das ist nicht unbedingt unmöglich. Also, ich versuche nochmal A, B.
Da haben wir die Lok, so wie sie dasteht, den roten Waggon, so wie er dasteht. Okay, nee, das ändert nichts. Da haben wir jetzt aber die Lok in Rot. Aber, und den blauen Waggon genauso wie er dasteht. Nee, okay, ist egal. Kommt mal auf das gleiche Ergebnis, wenn man nach Designs geht. Mit Farbe kann man nur das mit der Lok leichter lösen. Okay, cool. Cooles Rätsel. Gut gelöst. Flammenwerfer. Nice. So. Was zünden wir jetzt an? Eine alte Tür. Eine alte Tür, die Feuer nicht standhalten würde. Könnt ihr euch erinnern? Haben wir irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr, um welche Tür es geht. Irgendeine Mitarbeitertür oder irgendwas. Keine Ahnung. Haben wir irgendwas gelesen? Im Mitarbeiterflur. Vielleicht die rote Tür im Mitarbeiterflur. Gleichzeitig können wir mit der Disc jetzt auch noch ins Verlies und gleich für die Meerjungfrau... What are you buying? Ich kaufe einmal das Meerjungfrauen... die Meerjungfrauensäure. Okay, viele Anlaufstellen. Let's go. Oh, es regnet. Das ist neu, oder? Ich spinne nicht. Das ist sowas von neu. Geh mal zum Skelett und probier die Kette aus. Da brauche ich, glaube ich, mehr Informationen. Ich drücke immer versehentlich. Oh, ich muss ein bisschen Flammenwerfer sparen. So viel Munition haben wir gar nicht. Bingo. Ich weiß nicht genau, was du mit Skelett meinst. Musst du mir sagen, wo das war. Also, gehen wir mal an den Computer. Zugriff verweigert? Oh, okay. Hier haben wir... Ach so, wartet mal. Ja, ich wollte gerade sagen, hier brauchen wir anscheinend eine andere Diskette. Bein, Arme, Kopf, Augen. Ah. Oh! Damn it! Warum ist jetzt hier plötzlich ein Gegner direkt vor mir und hat mich hier eingekerkert? Oh. Come on, Spiel. Hey, das war gerade knapp. Ich wäre hier fast gestorben. Damn it! Willst du mich verarschen? Das war richtig gemein. Shit. Es geht schon schnell, dass man hier stirbt. Paar Treffer. Also, gibt uns das hier vielleicht einen Hinweis? Nee, das ist nur über Goldminen. Wahrscheinlich sind es eher die Knöpfe hier. Heimtückische Schlange. Eingesperrt wegen wiegen natürlicher Verbrechen. Zyklop. Zyklop ist... Okay, okay. Ja, okay, ich glaube, ich verstehe schon. Wolf. Meerjungfrau. Was sind die Optionen? Wir haben Beine, Arme, Köpfe und Augen. Soll ich jetzt von allen Kreaturen, die hier eingesperrt sind, zusammenzählen, wie viele es sind? Kann ich nicht. Weil der Zyklop und der Wolf hätten schon 6 Beine. Oder? Und Arme hätten wir 4. Moment, ist der Wolf ein Werwolf? Nee. Wolf-Wolf. Nee, dann kann ich die Beine nicht zusammenzählen. Das geht nicht. Also, wenn wir der Theorie folgen würden, hätten wir nämlich 6 Beine. Wolf und Zyklop. Meerjungfrau und Schlange haben keine. Wir hätten 4 Arme von Zyklop und Meerjungfrau. Wir hätten 4 Köpfe, schätze ich mal. Und wir hätten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Augen. Geht also nicht. Weil da kann ich nicht eingeben. Und jetzt schauen wir mal, dass wir jedem Gefängnis vielleicht ein Attribut zuordnen. Also. Der Zyklop hat ein Auge. Das ist was Auffälliges. Also würde ich sagen, dann machen wir Auge 1. Der Wolf hat 4 Beine. Die Meerjungfrau hat 2 Arme.
und die Schlange hat nur einen Kopf. Macht das irgendwie Sinn? Dann wären wir bei 4, 2, 1, 1. Ich glaube, das macht nicht wirklich Sinn. Oder die... Nee. Ah, wartet mal. Pro Zelle. Machen wir es doch mal so. Wenn ich jetzt die Meerjungfrau öffnen will. So ist es wahrscheinlich, oder? Wenn ich jetzt die Meerjungfrau öffnen will, haben wir 0 Beine, 2 Arme, einen Kopf und 2 Augen. Lässt sich nicht öffnen. Wäre aber definitiv so, oder? 0 Beine, 2 Arme. Ach so! Ja, okay. Mein Fehler. Okay, Säureflasche. Aber da stand gerade zum Aufbewahren von Säure. Heißt das, da ist gar keine Säure drin? Heißt das, wir müssen das erst irgendwo füllen mit Säure? Eine Flasche aus dickem grünem Glas. In ihr kann Säure aufbewahrt werden, aber sie ist derzeit leer. Mhm. War schon mal irgendwo Säure? Das ist die Frage. Okay, der böse Wolf. Schauen wir mal, machen wir da auch mal noch auf. Der böse Wolf hätte dann 4 Beine, 0 Arme, 1 Kopf, 2 Augen. Ja, okay. Der böse Wolf hat eine Granate für uns. Sonst nix, oder? Der Zyklop hat wahrscheinlich 2 Beine, 2 Arme, 1 Kopf und 1 Auge. Ah, und der Zyklop hat Schrotflintenmunition. Ich mag den Zyklopen. Oh, und eine kleine Heilung, das ist gut. Wir waren irgendwie so überflutet mit Heilung und jetzt plötzlich ist die aber ganz schön knapp geworden. Was haben wir hier gleich nochmal? Die Schlange, genau. Okay, da kriegen wir noch ein bisschen Pistolenmunition immer her damit. Und die Schlange hat 0 Beine, 0 Arme, 1 Kopf und 2 Augen. Oh, und eine Granate noch. Nice. Okay, da konnten wir unsere Vorräte jetzt wieder ein bisschen auffüllen. Okay, I guess, das war jetzt das Verliesrätsel. Gott, werden dafür Sounds abgespielt. So, jetzt bräuchten wir... Säure. War irgendwo schon mal ein Säurebecken, wo man gesagt hat, so, oh. Oh, uiuiui. Ja. Im Mitarbeit. War das da mit einer von den Mitarbeiterfluren, oder? Und ich glaube, es war der da drüben. Da war doch irgendwie so Bleiche oder irgendwie sowas. Vielleicht geht das auch. Versuchen wir das mal. Genau, geradeaus durch und dann durch Neptuns Palast am besten. Ich versuche das mal. Das im Klo. Das im Klo. Stimmt. Im Klo war auch was, ne? Ja, okay. Warte mal. Gehen wir mal ins Klo. Wir haben jetzt nämlich sehr viel mehr Items als vorher. Ich weiß immer noch nicht genau, was das Spiel da von uns möchte. Oh, jetzt ist da auch so eine Falle an der Decke. Was zur Hölle? Eine Toilette.
Ich komme nicht ran. Haufen alter Knochen. Da könnte ich jetzt einfach mal ein paar Sachen versuchen, oder? Moment mal, guck mal, da stand gerade, in der Flasche ist nicht genug Säure. Vielleicht ist das wirklich des Rätsels Lösung. Ich muss die Knochen auflösen. Weil bei allem anderen steht, funktioniert nicht. Okay. Ich schreibe mir das auf den Spickzettel, weil falls wir das vergessen. Säure. Klo. Hey, Gesichtsbob. Hallo, was geht? Säure, Klo, das ist gut. Das merken wir uns. Okay. Säure, Klo. Das mit der Glocke verstehe ich immer noch nicht. Oh, im Hexenwald gibt's auch noch ein Rätsel. Und in der Gruft auch. Lauter so optionale Sachen, ne? Aber ich will jetzt mal in den Mitarbeiterflur als erstes. Ah, Moment, da lang. Genau. Dann durch Neptuns Palace. Hä? Ich bin gerade, glaube ich, rein und gleich wieder rausgegangen, weil ich nach oben gedrückt gehalten habe. Let's go! Oh, ach du heilige Scheiße! Was zur Hölle ist denn jetzt los? Warum steht da ein riesiger Kerl mit irgendwas in der Hand? Ich glaube, so einen hatten wir auch schon mal. Guck mal, dass das Gerippe hinten auf dem Rücken umgedreht. Irgendwie schon auch geil. Geiles Design irgendwie. Oh Gott. Come on. Na super. What the fuck ist denn jetzt los? Wie viele Monster sind denn hier jetzt? Ohne Scheiß. Was zur Hölle? Schaut euch mal den Kack hier an. Holy shit. Ich habe gerade echt fast alles, was wir haben, weggeschossen. Okay. Hier stehen auf jeden Fall jetzt auch neue Zahlen mit Blut an den Wänden. 2106. Ist das nicht der Code, der auch schon ganz am Anfang, wo habe ich meine alten Zettel? Yep, 2106. Der Code, der ganz am Anfang am Boden stand im Vergnügungspark, der seitdem nie wichtig war. 2106, auch wieder hier mit Blut. Silberschlüssel. Das war gerade sehr heftig. Da sitzt jemand. Ich muss echt sagen, ich finde es ein bisschen schade. Ne? Ich habe das Spiel in den ersten Stunden so sehr gelobt, wie sparsam und gut die Monster eingesetzt werden. Jetzt haut es ein bisschen zu sehr auf die Kacke. Für meinen Geschmack persönlich. Ist kein richtiger Kritikpunkt. Es ist furchtbar verzerrt. Aber ich hätte den grazilen Einsatz von wenigen einzigartigen Gegnern sehr viel cooler gefunden. Tollmans Aufzeichnung, 21. März 89. Mittlerweile kommen fast täglich Gäste an. Wir können sie nicht retten. Sie sind schon zu weit fortgeschritten. Aber ich möchte wissen, wo sie herkommen. Ich habe eine Zahl gefunden, die in Blut auf dem Boden geschrieben wurde. 2106. Das ist kein Code für eins unserer Schlösser. Das ist überhaupt kein Code. Aha, okay. Oh, hallo.
Tut mir leid, dass ich hier so reinplatze. Ich sollte mich vorstellen, ich bin Mara Forrest. Ich suche... Lila steht dir gut. Sind die gefärbt? Natürlich. Sieht nicht wie eine Perücke aus. Wenn du genug über meine Haare geredet hast, könnte ich deine Hilfe brauchen. Ich suche Edward Crow. Ja, natürlich. Du bist sicher Tallman. Ja, so ist es. Was sagte Marvin noch gleich? Du warst der Typ für die Wurzelgrabung? Richtig. Was ist denn das für eine Wurzelgrabung? Keine Ahnung. Du bist nicht gerade sehr hilfreich. Richtig. Der Park ist geschlossen. Sag bloß, weiß ich doch. Geh nach Hause. Ich kann nicht nach Hause gehen. Natürlich kannst du nach Hause gehen. Setz dich in dein Wägelchen und fahr weg. Der Typ, den du gerettet hast, wäre dir sicher dankbar. Arthur? Du weißt über ihn Bescheid? Immerhin war er klug genug, um nach einer Blessur aufzugeben. Tallman, was sind das für Monster? Monster? Tu nicht so, als wüsstest du nichts, wovon ich rede. Naja. Glaub mir, Mara, du willst es nicht wissen. Kann ich die Aufzüge von hier aus einschalten? Die Aufzüge sind kaputt. Nein, das sind sie nicht. Die tun nur so, als wären sie kaputt. Wo ist der Schalter? Mal sehen, ob du das alleine herausfinden kannst. Na gut. Willst du mir nicht dabei helfen, die Aufzugschalter zu finden? Nein. Okay. Okay, schauen wir mal. Wir haben hier Jahreszahlen. Das scheint schon mal wichtig zu sein. 1315, 1912, 1973, 1945. Hier haben wir einen Fernseher. Nichts als Rauschen. Und wir haben Videokassetten. Aha. Fangen wir mal an mit der Videokassette 1350 Pest. Litanei in den Zeiten der Pest von Thomas Nashe. Bei Krankheit hilft kein Geld, kein Reichtum. Der Reiche wird dem Armen gleichtun. Der Körper wird geschwind verfallen. Das Ende, schau, es kommt zu allen. Die Pest, sie ist nun mal auf Erden. Als Kranker muss ich letztlich sterben. Pest. Okay. Verstehe ich jetzt nicht, müssen wir uns mal die anderen Sachen anschauen. Hiroshima, Hindenburg, Pest, Titanic. Okay, lauter Katastrophen in der Menschheitsgeschichte. Manche schlimmer als andere, finde ich. Aber gut. Wie schnell die größten Ambitionen des Menschen scheitern. Man erblickt den Eisberg in der kalten, mondlosen Nacht des 14. April 1912. Es hätte wohl vermieden werden können. Doch der Mensch neigt nun mal zur Überheblichkeit, zur Panik und zu Fehlern. Dann schauen wir uns mal noch 37 Hindenburg an. Auf der Backbordseite brach kurz vor dem Backbordruder ein kleines Feuer aus. Dann wurde auf der Steuerbordseite ein weiteres Feuer hinter dem Ruder gemeldet. Okay. Und dann haben wir noch 45 hier. Der schwere Schatten des B-42-Bombers fällt auf dich, während du nach oben schaust. Plötzlich ist der Schatten wie ein Handumdrehen leichter. Er hat seine 1000 Pfund schwere Fracht abgeworfen. Okay, ich verstehe noch nicht genau, was das bedeuten soll. Wir haben hier noch ein Keyboard. Das Ding ist ziemlich cool, ich bin echt neidisch. C, D, E, F, G, A, B. Ich kann Buchstaben damit schreiben. Vier Buchstaben. Vier Buchstaben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Crow Country Aufzug Stromnetz. Alle Lampen sind rot. Musiknote auf dem Kasten. Großer Metalldetektor.
ein Stück von Dienstag zu Analysezwecken isoliert. Was? Ein Stück von was? Ein Stück von Dienstag zu Analysezwecken isoliert. Also. Wir haben Noten. Wir haben Jahreszahlen. In den Videos waren Buchstaben. Okay, da muss ich nochmal kurz gucken. Da habe ich nicht aufgepasst. Schauen wir mal nochmal kurz. Pest. Ah, ich sehe es auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm. Ich hätte jetzt im Text gesucht tatsächlich. Lustig. Sehr cool. Sehr cool. Muss ich schon sagen. Okay, dann haben wir Titanic. Dann haben wir A. Dann haben wir die Hindenburg. Dann haben wir C. Wenn jetzt K kommt... Nee, dann ist es auch falsch geschrieben. Na gut, und Hiroshima. Was war's? E. Face. Gesicht. Okay. Dann spielen wir mal Gesicht auf dem Keyboard. Und jetzt funktionieren alle Aufzüge wieder. Ich habe dein dämliches Rätsel gelöst. Sei ehrlich. Dir hat Spaß gemacht. Ja, es war schon ganz cool. Es war schon ganz cool. Muss ich schon sagen. Aber wusstest du eigentlich, dass vor deiner Tür unglaublich viel Monster sind? Nicht lustig, ohne Scheiß. So, jetzt haben wir 4 Aufzüge, die wir benutzen können. Beziehungsweise erstmal nur 3. Warte, Mara. Was? Geh nicht darunter. Du wirst es bereuen. Dann soll es halt so sein. Oh, badass. Ich gehe aber erst speichern. Ich habe Angst. Der hat mir jetzt ein bisschen Angst gemacht. Gruselig. Okay, speichern wir. Ich speichere mal auf Slot 2. Einfach so, warum nicht? Uiuiuiui. Okay. Aufzug nach unten. 1 von 4. Kommen jetzt 4 große Boss-Dämonen oder so? Uiuiuiui. Okay. Ich habe keine Munition für irgendwas, ne? Nur, dass du es weißt, Spiel. Na gut, ich habe 1 Magnum und 21 Flammenwerfer. Nordwesten, let's go. Okay, schöne Soundkulisse hier. What the fuck? What the fuck? I don't like it. Holy shit, da waren gerade sehr viele Monster draußen. Ich habe kaum Munition, aber noch ein bisschen Heilung, ne? Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr laufen. Noch mehr Erzgold. Warum haben die so viel von diesem Zeug? Wurzelzugriff. Da ist ein rotes Licht. Hochziehen. Okay, das Licht ist grün geworden. Ich glaube, das war's. Ah, oh Gott. Oh Gott. Shit. Oh Gott. Ich hab nix mehr.
Ich durchsuche jetzt mal den Mülleimer. Normalerweise ist das Spiel dann nett, wenn man nichts mehr hat, ne? Bisschen Pistolenmunition, bisschen Schrotflintenmunition. Mehrere grüne Metallrohre. Im Inneren scheint Gold zu sein. Jetzt können die schon einfach aus dem Boden kommen. Ich erinnere mich nicht an den Code für die Sicherheitstür des Schalterraums. Ich glaube, darin gab es eine 3, eine 6, eine 2 und noch eine 6. Okay, wartet mal. Kugelschreiber, verlass mich jetzt nicht. Ich brauch dich. Schalterraumcode. Reihenfolge. Unbekannt. Das kann ich nie wieder lesen, das Wort. Aber ist egal. Ich hoffe, ich erinnere mich. 3626 in Klammern Fragezeichen. Okay. Aber die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass der Code von einem alten Nummernschild stand. Ah, das Nummernschild von Crows Auto. Weiß ich auch nicht mehr. Ach so, oder das Nummernschild hier? Das ist irgendwie komisch, dass das direkt, oder? Aber gut. Dann wäre die Reihenfolge 2663. Komisch. Ein Glück, dass das Ding nicht geschmolzen ist. Ja. Säuredämon. Ich habe noch ein paar Granaten, darf ich nicht vergessen. Okay, gehen wir nochmal in den lauten Creepy-Raum, genau. Ja, das ist es wirklich wert. Ich finde das Spiel wirklich toll, muss ich schon sagen. Echt gut. Okay, der Code war 2663. Unangenehm hier. Sehr unangenehm. Aber auch irgendwie geiles Design, ehrlich gesagt, dass ein Raum sich so unangenehm anhört, dass man nicht in dem sein will. Aber aua! Eine Art Hightech-Schloss. Die Anzeige hat sich geändert. Okay, wir wissen nicht, was wir hier drücken müssen, leider. Mann, ey. Shit, nein, hier ist auch der Sound.
Wartet mal. Mist. Ich kann es gerade nicht leiser machen, das Spiel leider. Ich finde das sehr unangenehm. Ich hoffe, im Stream ist es nicht ganz so schlimm. Kalibrierung Wurzel 4 Mittwoch, traurig und trist. Oh, das ist so unangenehm. Okay, hier ist es ein bisschen leiser. Oh mein Gott. Na, es wird schon wieder lauter. Okay. Jetzt wartet mal kurz. Ich glaube, ich muss die Lautstärke von Crow Country mal runterdrehen, weil das ist ein bisschen krass hier. Ja, das ist ein bisschen besser, oder? Das ist jetzt ein bisschen besser. Das war gerade ein bisschen krass. Oh Gott, okay. Wir haben hier CO, SO2, NO2 und ZOZO2. Was war denn Zotzel? Ich kenne das nämlich von Chemie früher. Ah, damit kann ich das Gas ausschalten, das oben irgendwo rausströmt, I guess. Hebel bewegt sich nicht. Der Gasdruck muss insgesamt genau bei 50 liegen, damit die manuelle Überbrückung durchgeführt werden kann. Reden wir mal mit ihm hier. Was machst du hier, Harrison? Hier unten ist es nicht sicher, weißt du? Ich weiß. Ich wurde von irgendeiner... Irgendwie hat der Stream gerade kurze Aussetzer, ne? Kann das sein? Ich habe das Gefühl, ich verliere immer wieder die Verbindung. Bei mir war auch ein Aussetzer. Ja, eben. Bei mir auch. Ich hab's jetzt gesehen auch mal, dass kurz bei mir die Verbindung weg war. Und ich weiß ehrlich gesagt aber nicht warum. Meine Bitrate sieht gut aus. Weder Streamlabs noch Twitch sagen mir, dass irgendwas nicht stimmt. Vielleicht ist es die Frequenz hier. Die Frequenz, die hier läuft, die den Stream kaputt macht. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas... Irgendwas war gerade. Kurzer Schluck auf. Naja, jetzt geht's scheinbar wieder, oder? Gucken wir mal. Durchhalten, Stream. Durchhalten. Noch eine Viertelstunde, dann machen wir eh Schluss. Okay, da rannte ich hierher, um mich zu um in Sicherheit zu sein. Okay, gute Idee. Da war ein großer Gasabzug. Da dachte ich, hey... Vielleicht kann ich den ausschalten. Vielleicht kann ich das. Ach ja, und? Hat es geklappt?
Nein, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe es versucht, aber es ist ziemlich kompliziert. Das verstehe ich alles nicht. Hey, ist schon okay. Ich bin sicher, du kannst es schaffen. Ich helfe dir, okay? Dann bin ich schließlich Natalie über den Weg gelaufen. Ach ja? Wie ist das gelaufen? Komisch. Sie benahm sich komisch. Ich glaube, sie ist vielleicht krank. Sie scheint nicht mit mir sprechen zu wollen. Oh. Sie sagt, ich sollte einfach nach Hause gehen. Harrison, sie hat recht, das solltest du. Willst du mir nicht sagen, was hier los ist? Nein. Mara, ich mache mir Sorgen um deine Sicherheit. Das musst du nicht. Willst du mir nicht sagen, was hier los ist? Nein, Sorgen um Sicherheit. Das musst du nicht. Hey, aber ihr beiden könntet echt mal zusammenbleiben. Hast du keine Dienstwaffe oder so? Ich schätze mal, später muss ich irgendwann mal hier Dinge abschneiden, oder? Aber irgendwie noch nicht. So, was ist jetzt hier mit diesem Gas? Moment, was stand da gleich nochmal? Muss ich hier nochmal gucken. Gasrohr, Rauch kommt heraus. Ich ziehe den Hebel, aber dann, das geht nicht, weil Gasdruck muss insgesamt genau bei 50 liegen. Okay. Genau bei 50. Muss ich hier einfach die Zahlen addieren, die wir hier haben? Ja, ich denke mir auch so, wahrscheinlich wäre ein Spiel, das im Crow-Country-Universum spielt, besser wie ein direkter Nachfolger, wenn man einen zweiten Teil macht, ne? Also wir müssen genau auf 50 kommen. Genau auf 50. Dann mache ich jetzt einfach mal 10. 15 und 5. 5. Dann wären wir schon bei 30 und 20. Dann müsste es eigentlich stimmen, oder? Ah, es war tatsächlich so einfach. Okay. Hey, du hast es geschafft. Ja. Du bist ziemlich clever, ha? Huh? Das bin ich. Und so bescheiden. Wir sollten gehen. Gute Idee. Kommst du mit mir? Noch nicht. Es tut mir leid. Okay. Warum eigentlich nicht, Mara? Warum eigentlich nicht? Warum gehen wir nicht einfach? Das Geräusch hier ist so unangenehm, ne? Es ist so unangenehm. Ich habe jetzt das Spiel deutlich leiser gemacht, falls das im kurzen Aussetzer verloren gegangen ist. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber gut, dann speichern wir auf 3. Ist auch okay. Ich schau mal kurz, ob alle Waffen nachgeladen sind. Okay, soweit ja. Oh nein, jetzt ist hier ein giftsprühender Vogel. Wollt ihr mich verarschen? Vorm Speicherraum aufgestellt. Wer macht denn sowas? Also wirklich. Ein Sprengsatz. Da war Heilung am Boden und die Heilung war ein Sprengsatz. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Wie gemein ist denn das Spiel gerade? Finde ich ja schon lustig, aber verdammt doch mal. Come on. Ich dachte mir, oh, Heilung kann ich gut gebrauchen. Und bam, ist das gemein. Ist das gemein. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, warum hast du das überlebt? Um Gottes Willen. Okay, ist schon tot. Okay, hier sieht's fleischig aus. Ah, das ist eklig. Was ist das überhaupt für eine Maschine? Vielleicht kann ich sie einschalten und beobachten, was passiert.
an der Maschine gegenüberliegenden Seite angeschlossen. Okay, Klammern halten irgendwas fest. Das hat nicht sonderlich viel gebracht. Vielleicht muss zwischen die Klammern irgendwas. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber was? Ich versuche einfach mal alles durch hier. Okay, hätte ja sein können. Und auch hier das Sägen bringt wieder mal, glaube ich, nicht sehr viel. Da fällt immer irgendwas raus, ne? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, gehen wir weiter. Das ist schön, oder? Okay. Wir haben ja am Anfang des Streams gesprochen, ob die Channel Points für die Random Sounds zu hoch sind. Aber würdest du sie niedriger machen, würde alle 12 Sekunden Random Sound kommen. Ja, genau, das ist eben meine Befürchtung auch. Ich glaube, wenn man zu sehr die rumspammt, dann ist es auch nicht mehr lustig. Trumbull, was machst du denn hier unten? Hi, wie geht's? Ich suche immer noch nach Edward Crow. Ah, das geht uns doch allen so, oder? Warum suchst du ihn? Oh, wie soll ich sagen? Ich brauche nur ein wenig Hilfe bei etwas. Er ist auf der Flucht vor den brasilianischen Behörden. Er ist hierher zurückgekommen, um sich zu verstecken. Halt die Klappe, Tollman! Du selbstgerechter Wichtigtuer! Komm doch, wenn du was von mir willst, Trumbull. Du aufgedunsener Dummschwätzer! Was ist denn in Brasilien passiert? Crow und ich hatten da was am Laufen, weißt du? Eine kleine Trickserei, weißt du? Ihr habt das Gold verkauft, richtig? Das Gold aus den Wurzeln. Oh, du hast dich über mich informiert, hä? Warum seid ihr bis nach Brasilien gegangen, um das Gold zu verkaufen? Allzu viel ist halt ungesund, verstehst du? Nein. Ach, weißt du, das Gold, das wir aus den Wurzeln rausgeholt haben... Es ist zu rein und es gibt zu viel. Warum ist das ein Problem? Crow wollte nicht, dass jemand das Gold mit seinem Grundstück in Verbindung bringt. Er wollte nicht, dass die US-Regierung nachforscht, wo das Gold herkommt. Ich habe die Geschichte gerade erzählt, Tollman, du arroganter Bastard. Aber du hast sie beschissen erzählt, Trumbull, du nichtsnutziger alter Chunky. Bevor es Schwierigkeiten gab, habt ihr aber jede Menge Geld verdient, richtig, du und Crow? Das kannst du laut sagen. Und warum bist du dann wieder hierher gekommen? Warum hast du dich nicht einfach auf irgendeiner abgelegenen Insel zur Ruhe gesetzt? Die haben mein Geld beschlagnahmt, und zwar komplett. Es ist alles beschlagnahmt, bis ich vor Gericht auftauche und alle ihre netten Fragen beantworte. Lass mich raten, Crows Name steht irgendwo auf dem Dokument. Er darf seinen Anteil also behalten? Ist das der wahre Grund, warum du zurückgekommen bist, um dafür zu sorgen, dass Crow mit dir den Bach runtergeht? Hahaha, sie hat dich durchschaut und sie hat nur 2 Minuten dafür gebraucht. Spar dir dein Gekichere, Tollman, du hochnäsiger Fatzke. Ich lach so viel ich will, Trumbull, du blöde Witzfigur. Los. Mara. Was denkst du über sie? Über wen? Über die Wurzeln.
Die großen grünen Stäbe, das sind die Wurzeln? Warum werden sie so genannt? Soko hat Crow sie genannt. Woraus bestehen sie? Außen bestehen sie hauptsächlich aus Kupfer. Aber der innere Kern besteht aus 24 Karat Gold. Das reinste, das es gibt. Aber das weißt du ja, Trumbull, du erbärmlicher Blutegel. Schnauze, Tolman, du verräterischer Trottel. Wozu dienen all diese Maschinen? Wozu dient diese große, runde Säge? Wir nennen das Wurzelgrabung. Ernten wäre wohl ein besserer Begriff. Die Wurzeln wurden in kleinen Segmenten abgeschnitten und die werden dann an die Oberfläche gebracht. Alles nur für den Abbau des Goldes? Richtig. Sie hat nicht mit dir geredet, Stumble, du ruchloser Parasit. Leck mich, Tolman, du aufgeblasener Schwachmat. Mara, du solltest wirklich gehen. Ich kann jetzt nicht weg. Ich bin so nah dran. Nah dran? Woran? Das reimt sich. Weißt du das denn überhaupt? Hör zu, ich weiß, dass du... Spar dir deine netten Worte. Das ist dir egal. Halt's Maul, Trumbull, du schwieriger... Du schmierige Nulpe. Quatsch mich nicht so an, Tolman. Du zankischer Schwamm. Zänkischer Schwamm. Sehr schön. Okay, den hatten wir schon. Okay, schön langsam macht alles Sinn, ne? Aber ich verstehe es immer noch nicht. Die haben mir immer wieder kleine Klumpen von dem Kupfergoldding abgeschnitten, um das zu ernten. Alles schön und gut. Aber das Gold fällt raus. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber okay. Aber die Frage ist, warum sind die nach Wochentagen benannt? Kalibrierung Wurzel 2 Montag, lieblich und hübsch. Und was sind das für Geräte? Was sind das für Geräte, auf die hier gestoßen sind, ne? Okay, ich glaube, wir müssen nur noch in den einen Bereich da oben und dann sind wir einmal im Kreis gelaufen. Und irgendwas müssen oder können wir hier einstellen, aber keine Ahnung. Jetzt töten wir mal alle Monster und hoffen, dass die einigermaßen wegbleiben, ne? Dann schauen wir weiter. Pistole. Zu langsam. Dammit. Ich wollte die Falle auf seinen Kopf werfen. Aber ich war nicht schnell genug mit dem Waffenwechseln. Okay, alles klar, wartet mal, dann gehe ich jetzt nochmal hier hinten zurück. Oh, liegt da noch was? Ja. Ah, es hatte aber auch eine falsche Farbe. Ich hätte es mir denken können. Es sah von der Farbe her ein bisschen falsch aus. Noch eine Karte? Oh, ja, das ist neu. Okay. Alles klar. Ich glaube, das ist ein Generator. Er wirkt uralt. Ich frage mich, was damit wohl angetrieben wird. Ausschalten. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Maschine ausschalte. Er wirkt zerbrechlich. Vielleicht kann ich es einfach zerstören. Okay. Wir haben einen Generator zerstört. Ich frage mich wirklich, was der angetrieben hat. Irgendwas, das vorher Strom hatte, hat jetzt keinen Strom mehr. Kann ich irgendwie... Ah, hier.
Ah, Crows Büro. Crows Büro hat jetzt keinen Strom mehr, Leute. Das war der Stromschlag-Dingens. Kalibrierung Wurzel 1 Sonntag für später aufbewahren. Hallo Ed. Hast du meine Lieferung mit den Steinen bekommen? Warum gehst du nicht ans Telefon? Was ist los bei euch? Marv. Okay. Dann schauen wir hier noch rein. Obere Schicht scheint aus Gras zu bestehen. Die untere Schicht scheint aus Erde oder Stein zu bestehen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas mache eigentlich, ne? Keine Ahnung. Irgendwie schmeiße ich einfach nur Gold in den Abgrund und bring Kupfer an die Oberfläche. Ah, diesmal hat's geklappt mit dem Gold. Oder so. Kalibrierung Wurzel 7, Samstag. Fleißig und eifrig. Vielleicht sollte ich mir das alles aufschreiben, aber ich will mal gucken. Keine Ahnung. Ein Kanister, der sieht echt aus, der Kanister Benzin. Ja, gut. Puh, okay. Das finde ich aber cool, dieses Mysterium, ne? Wir wissen zwar jetzt, was die Wurzeln sind, also die Ebene des Mysteriums ist gelöst. Aber was machen diese Wurzeln? Wer hat die dahingestellt? Warum existieren die? Wer hat die erbaut und zu welchem Zweck? Das ist jetzt so die nächste Mystery-Schicht. Und das finde ich schon sehr nice, dass das Spiel das macht quasi, ne? Dass eine Ebene beantwortet wird, aber damit wird die nächste aufgemacht quasi, ne? Ja, schön. Wirklich cool. Wirklich cool. Was genau wir jetzt hier machen müssen, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich nehme jetzt mal den Aufzug nach oben auf jeden Fall wieder. Wir verlassen jetzt mal diesen sehr lauten Ort. Oh, ist das schön. Diese Ruhe. Jetzt ist das Spiel plötzlich so leise, ne? Und jetzt gehen wir mal in die Lounge. Und speichern mal unser Abenteuer, das wir da unten jetzt erlebt haben. Holy shit. Das war ein bisschen nervenaufreibend, finde ich. Sehr schön. Okay, wir haben immer noch viele verschlossene Türen hier oben. Wir haben jetzt aber irgendwo im Meeresbereich das Gas abbestellt und können da jetzt in einen neuen Raum. Und wisst ihr was, damit ich mich daran erinnern kann, schreibe ich hier mal ganz dick hin für nächstes Mal. Meeresreich. Ach, Reich, nicht B-Reich. Dampf. Ganz dick eingekreist. Weil dann weiß ich, wo unsere nächste Station ist, wenn wir nächstes Mal streamen. Meeresbereich Dampf. Okay, Leute. Schade, dass wir zum Schluss so technische Probleme hatten, weil ich habe gesehen, dass die wenigsten zumindest auf Twitch zurückgefunden haben nach dem Vorfall. Aber ich hoffe, die finden dann wenigstens den Upload auf YouTube, der dieses Wochenende höchstwahrscheinlich geschehen wird, damit man es nachholt.
Es geht ja nichts verloren. Es landet ja alles auf YouTube. Dankeschön auf jeden Fall fürs Dabeisein. Danke für Subs und alles jetzt auch heute nochmal. Wir sind jetzt übrigens, jetzt sind leider nicht mehr so viele da, ne? Ich sag's euch trotzdem. Wir sind jetzt übrigens bei 161 Subs. So viel wie noch nie zuvor. Es fehlen jetzt noch 39. Das ist nicht wenig und so, das ist mir vollkommen klar. Aber sollten wir die 200 knacken, werde ich Streaming nochmal ausbauen. Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen dritten Tag einführe, aber ich glaube, dass wir dann beide Tage erweitern werden als so Etappenziel. Das wäre interessant, das wäre cool, aber für heute machen wir Schluss und nächste Woche gucken wir mal weiter. Danke für alles, danke fürs Dabeisein, danke für Subsbits, danke für euren Support und wir sehen uns nächsten Dienstag 19 Uhr. Mit Resident Evil Outbreak und Fallout 2. Gute Nacht. Ciao.